Hallo allerseits, willkommen zu einem Remnant 2 Stream. Ein Weile nicht mehr gestreamt, ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen gechillt. Genau, Remnant 2 hat alle anderen Spiele jetzt ersetzt. Nein, Spiel startet mal wieder mit einem Crash, nice. Aber nur einmal, also das zweite Mal da gleich geladen. Stimmt mich aber schon guter Dinge, wenn das allererste, was du siehst, ein Crash ist. Und außerdem ist es sich gerade nicht auf Play drücken, aber ich glaube, das ist Steams schuld, dass man nochmal neu starten musste. Dann hat es auch kein Optionsmenü, sondern direkt den Charaktereditor. Ey, wow, wir sind kleiner, das heißt, wir haben eine kleinere Hitbox. OP. Okay, gleich eine Frau für OP das nehmen. Wer hat da gerade geredet bei einem anderen? Ihr klingt ein bisschen wie einer aus Valorant. So ein bisschen wie Jet. Not bad. Not bad at all. I don't like the looks of this. I could use that. Ein Unterschied gehört zwischen denen. I don't like the looks of this. I don't like the looks of this. Das ist der gleiche Synchronsprecher, der anders spricht, oder? I don't like the looks of this. I could use that. I could use that. I don't know what all this is, but I don't want to find out. Hey, not bad. I don't like the looks of this. I don't know what all this is, but I don't want to find out. Oh, I could use that. I don't like the looks of this. I could use that. I don't know what all of this is, but I don't want to find out. Was war das gerade? I don't know what all this is. But I don't want to find out. I don't know what all this is, but I do not want to find out. Not bad. Not bad at all. Hey, not bad. Not bad at all. Ich mag die Stimme ganz gerne. Ich mag die eigentlich sehr gerne alle. Ich mag 2, 4, 6 und so. Ist alles schön. 6 mag ich insbesondere. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Ich mag ehrlich gesagt ihren Kopf sehr gerne. Das scheint die 3 zu sein. 3 sah cool aus, fand ich. Ja, ich würde sagen, die 3 bleibt. Kann man rotieren in absoluter Zeitlupe. Holy fuck, Mann. Okay, das ist natürlich absoluter Mega-Fail. Oh mein Gott, Alter. Seht ihr, wie ich rotieren muss mit meiner Maus, um sie zu drehen? Holy shit. Und hi, Eudexus, alles klar bei dir? Ich meine Eudoxus, warum habe ich Eudexus gesagt? Das ist keine Eudexe. Okay, das Rotieren geht schon mal ultra schnell, Poggers. Hautfarbe, haben wir die Wahl zwischen braun und braun? Koppelt an die... Einmal ein bisschen, warum das denn? Wer von denen soll denn dann die europäische Hauttöne kriegen? Das finde ich dämlich. Warum ist der Hauttyp gekoppelt an... Ist mir relativ scheißegal, aber ist actually trotzdem ein bisschen komisch, oder? Es gibt es überhaupt irgendeinen einzigen, der normal, also normal ist für einen europäischen Typ? Vom Hautton her? Der sieht aus wie eine Leiche. Das sieht schon wieder zu dunkel aus. Also scheinbar haben wir hier keine Möglichkeit, europäische, normale Hautfarbe zu machen. Ich meine, so rum kann man es auch machen. Ich meine, es gab 1000 Spiele, wo es nicht andersrum ging. Enttäuschend ist es trotzdem ein bisschen, finde ich. Bei ihr könnten wir jetzt argumentieren, dass das eine normale Hautfarbe ist, aber mit dem Gesicht... Also nicht, dass wir überhaupt uns dafür groß interessieren würden, aber... I don't know. I guess wir sind dann... Die hier. Augenfarbe ist auch schon richtig. Ja gut, da müssen wir eigentlich gar nichts mehr einstellen. Perfekt. Ist eigentlich schon fertig, der Charakter. Ich finde, die Frisur ist eigentlich... Oh mein Gott, wenn man sie nur drehen könnte. Weg, ohne Scheiß. Okay, es geht auch mit dem Pfeiltasten. Ich drehe gleich durch. Also ich drehe gleich durch, nicht im Spiel, weil da geht's ja nicht. Sonst würde ich ja noch mehr durchdrehen. Zum Glück geht es mit dem Pfeiltasten. Mit WSD geht's nicht. Dir geht's super. Hat er schon Weg auf den Stream gefolgt. Freut es mich, dass ich gestreamt habe. dass ich mal wieder gestreamt habe heute. Ich auch nur eine Person darauf gefreut hat.
Ja, also die Frisur ist auch schon mal okay. Ich finde, es ist definitiv nicht die schlechteste. Wir schauen mal, was für andere wir noch haben. Wir haben die Wahl zwischen dem hier, dem da. Ja, okay, das ist alles. Haben wir durch Zufall das gekriegt, was wir sowieso gewählt hätten? Das ist unglaublich. Aber bei der Haarfarbe wenigstens nicht. I mean, grau-blau hat auch irgendwie was, finde ich. Wenn du nur weiter drehen könntest, Bitch. Schwarz ist irgendwie zu viel. Ich finde, das grau-blau. Irgendwie hat grau-blau was. Braun ist irgendwie auch nicht so ganz. Passt irgendwie nicht so wirklich. Ich finde, schwarz ist ganz cool. Und das grau hat irgendwie auch was. Ich werde schwarz nehmen. Scans und Markings. Wie wär's mit gar keinen erstmal? Genau. Es gibt irgendwas, was so süße Freckles sind, aber. So Sommersprossen haben sie, glaube ich, nicht mehr Angebot, sondern eher so eine Art von unterschiedlichen Varianten von Narben und Hautkrebs. Die Narbe haben wir sowieso scheinbar. Ah ne, die können wir auch ausmachen. I mean, gib denen mal kurz eine Chance, aber ich. Okay, cool. Wisst ihr, wenn wir die Haarfarbe nehmen, sehen wir so ein bisschen aus wie Diego Source. Ne, mit der da. Mit welcher? Mit einer weißen müssen wir so aussehen, bisschen wie. Doch, ohne Scheiß, ein bisschen wie Diego Source. Okay, cool. So, Hardcore-Charakter, was heißt das? Ach so, nee. Nein, danke. Nein, danke. Ich glaube, wir werden mehr als einmal sterben in diesem Spiel. Genau, da kommen wir nämlich gleich zu einem Thema Remnant und Schwierigkeitsgrad. Im ersten Teil war es nämlich, glaube ich, empfohlen, für New Game Plus einen anderen Schwierigkeitsgrad zu spielen. Achso, ja gut. Ja, auf Google, es geht auch wieder nicht. Genau, den höchsten gibt's wieder nicht. Fully geared players with strong builds in a design friend, das ist starting point. Guck, das meine ich. Warum sollten wir Nightmare spielen, wenn das Spiel es nicht darum gebalanced hat? Das ist das Problem, was ich in Remnant 1 hatte. Ich fand, es war auch Veteran oder was auch immer, es war ohne gute Spielerfahrung. Und ich weiß halt nicht, warum ich mir Nightmare geben sollte, wenn das Spiel nicht darum gebalanced wurde. Das ist so die große Frage, die ich mir hier stelle. Weil es ist nicht empfohlen. Ich meine, es ist bestimmt spielbar, aber macht es mehr Spaß als Veteran. Weil ich spiele ja nicht, um schwer zu spielen, ich spiele um Spaß zu haben. Und die Entwickler tun explizit mir hier sagen, das ist nicht so, wie du das Spiel am Anfang spielen solltest. Ich glaube, viele andere Streamer tun auf Teufel komm raus, immer nur den höchsten Schwierigkeitsgrad auswählen. So bin ich nicht. Kann man Namis Fuß vielleicht müssen sehen? So, ja, so einen kleinen Touch von Namis Fuß. Okay, was ist das? So, ja, ich schau mal ganz kurz. Was haben so meine, auf was spielen denn so meine Lieblingsstreamer, damit ich mich vergleichen kann? Nein, nach was, damit ich eine Idee kriege von was ich haben möchte. Die spielen auf Nightmare. Gehen du? Okay, alle spielen Nightmare. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich will mich ja vergleichen können. Okay, dann spielen wir auch auf Nightmare. Wenn es scheiße ist, spielen wir einfach Veteran, sagen wir es mal, wie es ist. Also wenn es die Scheiße spielen sollte auf Nightmare, bin ich sofort weg. Also was heißt scheiße spielen bei einem Shooter? Bei einem Shooter heißt scheiße spielen, jeder Gegner frisst 3000 Schuss. Und macht einfach keinen Spaß mehr, die Leute zu töten. Übrigens, wir haben immer noch kein Optionsmenü gesehen. Sollte man nicht machen als Entwickler. Keine Ahnung, was die Einstellungen sind. Whew, that is quite a drop. Let me help you down. I've got this. Yo, die Pistole aus dem ersten Teil. Let's go. You okay? Und schon sind wir tot. Guck, deswegen spüren wir nicht Permadeath. Jetzt wäre es schon wieder vorbei, wenn wir es nochmal von vorne beginnen. Genießt die Untertitel, lange sind sie nicht mehr da. That's three. What? Oh, please. Was, Valorant? Three times I saved your life. The sinkhole, your foot. What? You'd be dead if my mom hadn't taught me to dress a wound. Fine. Two times then. The sinkhole and just now. Hey, let me see that. Leave it.
It's nothing. Hey, I'm fine. Come on, roll up your sleeve and just admit we're friends already. This is not an admission. Let me see. Yeah. It's getting worse. Listen, it ain't broken or bleeding. It'll calm down. It always does. Let's go. Kit said the ward was this way. Okay, so. Das war ein Intro vom Spiel. Riesengroßer Kritikpunkt ist, dass man das Optionsmenü nicht davor gesehen hat. Das ist ein absolutes No-Go. Das solltet ihr niemals als Entwickler machen. Das ist richtig, richtig schlecht. Ich habe keine Ahnung, ob es im ersten Teil auch so war. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber das ist definitiv keine Art und Weise, ein Spiel zu machen. Also ich habe keine Ahnung, ob ich Escape jederzeit hätte drücken können. Keine Ahnung. Aber man startet ein Spiel bitte in dem Optionsmenü. Gerade bei einem Konsolenspiel kann man es gerne direkt starten. Ist zwar auch scheiße, weil es da auch Einstellungen gibt, aber wenn ich das sehe, seht ihr das? Was ist das? Like actually, was zum Fick? Was zum Fick sind das für Einstellungen? Holy shit, man. Liebe Entwickler. Es ist wirklich peinlich, wenn das macht. Gut, dann auch noch mit Performance. Holy. Okay, vielleicht läuft das Spiel auch wie scheiße. Wait, wir können DLAA benutzen. Haben wir eine... Wait, es gibt Frame Generation? Wait. Warum wundert mich das? Weil Nvidia explizit DLSS 2 Support in ihrem Treiber für dieses Spiel erwähnt hat. Explizit DLSS 2 und nicht 3. Wait, wir haben Frame Generation? Okay, dann probieren wir mal mit DLRA erstmal zu spielen. Ich glaube nämlich, das Spiel sollte relativ gut performen, wenn es wie der Vorgänger ist. Okay, das ist alles ganz schön. Ultra ist hoffentlich das Höchste. 3 ist das Höchste. FOV, oh nein, Mann. Die haben nichts gelernt aus dem Vorgänger. Das ist wieder so eine Scheiße. FOV Modifier 1. Okay, was ist euer Standard-FOV? Wo sind die Tooltips generell zu den Optionen? Zumindest ist grauenhaft. Also, okay. Ich weiß nicht, was er für ein Buffering da entfernt, aber okay, also, wir bewerten ja neuerdings den ersten Eindruck vom Optionsmenü. Das ist schon mal, also der komplette erste Eindruck, oh, und es hat das Bild. Oh mein Gott, die haben actually DLSS 3.0 für das Menü angemacht und deswegen haben wir diesen Schriftzugsproblem, das haben sie in Diablo mittlerweile gefixt. Okay, also erster Eindruck vom Optionsmenü ist definitiv eher so eine 2 von 10. Es sind zwar Optionen da, aber die Optionen, wie sie präsentiert sind, ist absolut erbärmlich. Also das da ist absoluter Scheiß. Das ist Optionsmenü nicht sofort aufgetaucht, das geht gar nicht. Die Standardeinstellungen sind grauenhaft. Windowed, VSync an, Motion Blur an, standardmäßig und so weiter. Ist kompletter Garbage. auch die Slider fangen wieder nicht an der richtigen Stelle an. Zumindest sind alle Slider da. Das ist schon mal schön. Ansonsten... Jesus Christ, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Vibration brauchen wir nicht, weil wir haben ja keine. Wir haben kein Gamepad. Item Prompts, Invert. Okay. Camera Bob. Das müssen wir mal schauen. Das würde ich erst im Spiel dann machen. Hier haben wir lauter Sensitivity-Einstellungen. Für was? Weil da ist eine Dead Zone und das sind einfach nur Sensitivity-Einstellungen. Ist das jetzt für PC oder ist das jetzt, also ist es für Maus und Tastatur oder nur für Gamepad? Ja, werden wir gleich sehen. Hardgröße, Minimap Opacity, Pitch, was ist ein Pitch? Okay. Man nennt es normalerweise Rotation und nicht Pitch, aber von mir aus. Pitch ist nicht Rotation. Das ist mal der falsche Begriff dafür. Hit Indicator, nein. Da könnte man die Eier lutschen. Schon anders active using view. What? Wir schauen mal, wie das aussieht. Okay. Das ist also das, ob man permanentes Zielkreuz sieht, aber ich frage mich, ob man einen Punkt anstattdessen sieht jetzt momentan oder nicht. Das müssen wir mal schauen. So, WASD, links, rechts. Also ja. Dodge, Leertaste, Crouch. Sprinten. Achso, stimmt, das Spiel hat ja Ausweichen, richtig? Ah ja, gut, mit Leertaste. Combat Ability 1, 2. Left Mouse. Wo war Interact? Noch gar nichts. Melee, Shoot, Aim,
Switch X, F, Weapon Mod, Reload R, Scope Z. Mein Leben? Warum Z? Shift Camera, Interact, Relic, 1, 2, 3, 4, 5, Ding G. Flashlight L, Flashlight kann gerne auf G, weil wir brauchen. Einmal mal einfach T draus. Traits. Okay, never mind. Das hätten wir dann vielleicht nicht machen sollen. Irgendwann nicht. Okay, Traits war eigentlich ganz okay. Wo ist das Traits hier? Traits. Okay, bla 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 bla. Menü Tab, Advanced Tab, Map M. Item Interact E. Okay, es gibt viele Einstellungen, das ist gut. Und das sind jetzt Controller-Sachen oder was? Keine Ahnung. Was hat mir nicht gefallen? Mir hat nicht gefallen, dass es Q und C ist. Ich glaube, ich mag lieber Q und F für die Fähigkeiten. Und C kommt dann auf die Relic-Slot-Sachen. Wo war das denn? Wie heißt das? Weapon Mod? Genau, die Weapon Mod. Die kann von mir aus auf C kommen. So, jetzt haben wir noch die seitliche Maustaste. Super Frage, ehrlich gesagt. Item-Slots sind. Ist auch die Heilung mit dabei? Wahrscheinlich schon, oder? Ist Relic die Heilung? Ich glaube, ich hatte Heilung in dem Spiel auf der seitlichen Maustaste, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber möchte ich das denn haben? Das ist eine super Frage. Ich mache es jetzt mal auf die 4. So, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 5 natürlich. Wie oft wir den überhaupt brauchen. So, und dann ist die Frage, Waffen wechseln. Wenn wir die auf die seitliche Maustaste machen. Das Problem ist, meine seitliche Maustaste ist eine Logitech-Maus. Hier die G-Pro Superlight. Die ist super trash, Alter. Die seitliche Maustaste ist kaputt. Für 150 Euro kann man scheinbar keine funktionierenden Tasten bei der Maus erwarten. Also wirklich Logitech schon lange nicht mehr. Die Qualität von früher. Ich meine, die Maus ist gut designt. Der Sensor ist gut. Also der Sensor und das Grunddesign der Maus. Aber die verwendeten Materialien für die Schalter sind absolute billigste Scheiße. Also für 150 Euro eine absolute Unverschämtheit. Ja, also könnt ihr froh sein, wenn die ein Jahr durchhält, ohne Probleme zu kriegen. So, also wenn ihr bereit seid, öfters eine neue zu kaufen, kein Problem, oder ihr tut es halt immer wieder zurückschicken. Da so gefühlt 5-6 Stück neben mir liegen. Die wollten sie nämlich nicht zurück, sie haben einfach jedes Mal eine neue geschickt. So. Okay, also Sprachen. Natürlich auf Japanisch. Ja, natürlich spielen wir auf Japanisch und. Nein, Scheiß. Okay. Ich glaube, das sollte es sein. Jetzt kommt das große Problem. Und zwar hatte, glaube ich, der Vorgänger, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, positive Beschleunigung. Ich gucke das mal nach. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben irgendwo, ob der erste Teil das hatte. Ja, Remnant 1 hatte negative Mausbeschleunigung und man konnte das anders ausschalten. Jetzt schauen wir mal, ob das im zweiten Teil noch da ist und wenn ja, ob wir das wegkriegen. Okay, also es gibt eine INI, wo man dann vielleicht was reinschreiben kann. Genau, ich habe mich nämlich daran erinnert, dass der erste Teil ein großes Problem hatte. Okay. Das ist grauenhaft, dieses Optionsmenü für die Mausempfindlichkeit. Aber das Gute ist, der große Vorteil. Schwer zu sagen, wie es läuft, ehrlich gesagt. Das ist mit DLAA. Warum wabbert der Boden so? Nur diese Blätter? Oder ist es alles? Ich glaube, das sind nur diese Blätter, die einen kaputten. Die Blätter haben einen kaputten Tessellation-Effekt.
Nur diese Blätter. Also man könnte meinen, das ist die Hitze. Wie ihr seht, hier war aber nichts. Das sind nur diese Blätter, die, wenn sie näher dran sind, also ihr seht, das bei weiter weg ist es nicht der Fall, die wahrscheinlich eine kaputte Tessellation oder sowas haben. Okay, das ist schade. Solange die Blätter nicht zu oft vorkommen, ist es whatever. Die Maus ist natürlich viel zu schnell und wir haben einen kleinen Punkt in der Mitte. Das ist okay. So, wie ist hier der erste Eindruck von der Performance? Ich glaube gut. Aber es ist schwer zu sagen, bei so einer Mausempfindlichkeit. So, jetzt kommt der spaßigste Teil. Jeder weiß natürlich, da freuen wir uns drauf. Und zwar absolute beschissene Slider in einem Spiel zu verstellen, bis man eine Mausempfindlichkeit hat, die nicht kompletter Garbage ist. So, jetzt fängt es damit an, dass wir natürlich Scope, Aiming und so weiter haben. Das ist komplette Steinzeit. Also, es ist wirklich komplette Steinzeit. Ihr solltet einfach eine relative Scope-Sensitivity haben und das ist, es ist absolut grauenhaft. Ja, also ist, da kann ich nicht viel zu sagen, außer furchtbar. Ja, ist die Frage, wie managen wir das? Weil es ist einmal vertikal, einmal horizontal. Und zwar für alles. Ich tue es jetzt mal erstmal 1:1 auf alle Mappen, aber wenn ich das wie im ersten Teil mich dran erinnern kann, war jede Waffe anders und es war grauenhaft gelöst. Das war absoluter Müll. Also fangen wir einfach an mit einer 10 hier. Okay, können wir das auch bitte schneller machen? So, mit einer 10 hier. Wir fangen einfach mal überall mit einer 10 an. So, weil ich nicht weiß, wie relativ das funktioniert. Ist das leider diskret? Ich habe keine Ahnung. Sieht diskret aus, oder? Sind die alle gleich weit? Sind alle gleich weit. Okay. Dead Zone wird uns nicht betreffen, glaube ich. So, schauen wir mal. Hoffentlich ändert das überhaupt was an den Anschlägen. So, ist es langsamer? Ist es wieder mit einer Mausbeschleunigung? Oh, Baby, ja, ist es. Den Test machen wir sofort. Es ist immer noch viel zu schnell, aber ist es mit Beschleunigung? Gott, Mann, ich hasse Entwickler manchmal. Also, holy shit, Mann, wie kann man so inkompetent sein? Der erste Teil war richtig gut, aber das war richtig garbage. Okay, wir müssen noch niedriger gehen, damit wir es überhaupt testen können. Ja, erster Eindruck von der Maus einstellen ist mal wieder absolut eine 0 von 10 einfach. Also noch schlimmer, okay, sie haben eine 1 von 10, sie haben zumindest Einstellungen, die man ändern kann. Wenn man das jetzt als positives etwas darstellen möchte. So, wir fangen jetzt einfach an damit. Ich meine, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du so niedrig gehen musst im Spiel von vornherein, um eine humane Sensitivity zu kriegen. So, okay. Referenzpunkt haben wir einen, das ist die hier die Werte Laterne. Ist wahrscheinlich jetzt zu niedrig leicht. Oh mein Gott, das fühlt sich mir grauenhaft an. Ja, ist sehr, sehr schade. Das ist wieder so ein. Okay, das scheint relativ okay zu sein. Was wir jetzt testen, ist folgendes. Es ist wirklich nervig zu testen, tut mir leid, dass wir das testen müssen. Aber es muss gemacht werden. Genau, und zwar. Glaube ich, hat das Spiel negative Mausbeschleunigung. Ich zeige euch gleich, was das ist. So, das ist jetzt eine Rotation, die braucht ungefähr mein komplettes Mauspad. Und jetzt werden wir ganz langsam die Maus bewegen. Seht ihr euch, was macht er da? Ich erkläre es euch gleich. Wenn es denn noch der Fall ist, bitte sei nicht der Fall, dann muss ich nämlich 1000 Einstellungen weniger machen. So, das braucht so viel. Okay, machen wir noch ganz schnell. Jetzt haben sie es wirklich wieder gemacht. Ich glaube es nicht. Das geht weit über mein Mauspad hinaus. Sorry, dass ich das oft machen muss, aber es muss festgestellt werden. So, das braucht einfach fast mein komplettes Mauspad. So, jetzt muss man es nochmal langsam machen. So, weil der Witz ist, wenn es negative Mausbeschleunigung hat, was macht ihr denn überhaupt? Ihr macht das hier, wenn ihr eure Maus langsam bewegt, also kleine, feine Bewegungen machen wollt, dass sie schneller wird. Und sie macht das, wenn ihr große Bewegungen macht, sie langsamer wird. Jeder, der sich jetzt denkt, hey, Moment mal, das war genau das Gegenteil, von dem ich eigentlich haben möchte. Und deswegen gibt es eigentlich positive Mausbeschleunigung, die sogar die Effekte verstärkt, also schneller oder langsamer macht, also Präzision und Geschwindigkeit boostet. Was sie nicht wirklich tut, ist, wir machen ein bisschen gar keine rein, aber genau, sollte wieder die negative Mouse Acceleration drin sein, dann würden wir das jetzt gleich sehen, indem meine Station hier weiter weg ist. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie da ist. Mein Gefühl reicht nicht, deswegen müssen wir nochmal eine Rotation machen.
Ja, spannend, oder? Beim ersten Teil hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, warum sich das Ziel irgendwie scheiße anfühlt. Mittlerweile ist es. Ich bin zu ungeduldig. Weil wenn die richtig scheiße gemacht ist, dann triggert sie nur, wenn du extrem langsam die Maus bewegst. Ich hasse nichts mehr, als das rauszufinden, Alter. Oh. Ich würde sagen, sie ist im Spiel. Ja, sie ist 100% im Spiel. So eine Scheiße, Mann. Ey, leck mich am Arsch, Mann. Okay. Ja, das ist die gleiche Distanz. Das hier. Also, negative Mausbeschleunigung ist wieder im Spiel. Das heißt, wir müssen jetzt leider in die INI gehen, bevor wir überhaupt irgendwelche Einstellungen machen. Spiel ist gecrashed beim Alt-Tab-Senden. Nice. Richtig gut. Da freut man sich natürlich wieder richtig drüber. Mein Arsch, Mann. Ja, Alt-Tab crashed. Klassisch. Wer mag es nicht am liebsten? Ja, erster Druck ist nicht gut. Also ganz klar. Also, Spiel, keine Ahnung, wie es ist, aber Optionsmenü immer noch grauenhafte Scheiße und immer noch nichts gelernt von der Mouse Acceleration. Beim ersten Spiel ist man so, okay, von mir aus. Okay, ihr habt es vielleicht nicht gemerkt oder sowas. Das Spiel war Riesenerfolg und viele Leute haben es gespielt. Mehr als genügend Feedback sollte es eigentlich gegeben haben. Naja, hat es nicht gegeben. PP Hands. Okay, so, das heißt, wir müssen jetzt in die INI gehen vom Spiel. Wenn es noch eine gibt. Wenn es keine mehr gibt, dann viel Spaß mit einem der beschissensten Features, die es in dem Videospiel je gegeben hat. So. Engine Binaries. Oh, der Crash Report Client, ja, den suchen wir. Frage, wo genau machst du deine INI hin? Okay, wahrscheinlich woanders. Ja, tut mir leid, dass ich das wieder on stream mache. Aber ich mache es eigentlich gerne on stream, wenn ich einfach demonstriere, wie beschissen viele Spiele einfach designt sind von der Idee her. Ich meine, es hat Northern Line nochmal gemeint neulich, dass er nicht mehr weiß, was V-Sync macht. Und da habe ich echt gedacht, Alter, holy shit, Mann. Wie lange spielst du schon Spiele an dem PC? 20 Jahre? Und du weißt nicht, was V-Sync macht und das ist dein fucking Job, Videospiele zu spielen. Also ich meine, ja, das brauchst du nicht, um ein guter Streamer zu sein, aber das brauchst du vielleicht einfach, wenn du ein Mensch bist, der mehr als eine Gehirnzelle benutzen möchte. So. Okay, also, ich versuch's zu finden. Es tut mir leid, dass es so richtig garbage ist. Wie heißt das Studio, das das gemacht hat? Keine Ahnung, sie haben es unter Remnant 2 eingetragen. Config, Windows, Game User Settings, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Hast du Bitch das wieder ein... Hat das nicht gespeichert? Ich hoffe, er hat es gespeichert. Das hat er gespeichert. Alternatives Feuermodus. Achso, ja, stimmt. Die Waffen hatten alternative Feuermodi. Scalability Groups und so weiter. Okay, das sieht sehr, sehr ähnlich aus zu dem alten. Das ist sehr, sehr nice. So, dann schauen wir mal, ob wir das noch einen reinkriegen. So, und jetzt das da. Speichern.
Properties und Read Only. Wenn ihr auch einen Fix wollt, wenn er denn geht, kann ich euch natürlich gerne mitteilen. So, und dann starten wir mal. Das immer sehr, sehr ärgerlich, wenn sowas passiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn man ein Spiel startet und erstmal komplett die Hausaufgaben der Entwickler machen muss. Wenn Schulnoten auf was geben würde, würde ich denen jetzt tatsächlich eine 6 für den ersten Eindruck geben. Okay, so, kannst auch mit 0 von 10, 5 Sternen oder mit einer 0 von 100 bewerten, wie man möchte. Erster Eindruck ist, das war schon wieder gecrashed beim Starten. Ja, jetzt startet er wenigstens. Also das ist okay, wenn er beim Starten crasht und dann beim nächsten Mal startet. Kupfer gesprungen, wenn er keinen Alt-Tab kann. Wenn er einfach nur einen schwarzen Bildschirm hat mit einer ruckelnden Maus. Einfach nur einen schwarzen Bildschirm mit einer ruckelnden Maus, nice. 3 FPS Mauszeiger, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Okay, was zum Fick möchtest du von mir, Spiel? Wie soll ich einfach aufhören, Spiele zu spielen? Die Entwickler wollen offensichtlich nicht, dass man ihre Spiele spielt. Okay, wir beenden es nochmal mit dem Taskmanager. So, wir starten es jetzt zum 5. Mal. Alle guten Dinge sind 5 oder so. So, jetzt schauen wir, ob die Mouse Acceleration nicht mehr drin ist. Okay. Schauen wir erstmal kurz in die Einstellung rein. Hat er sich die gemerkt? Ja, die hat er sich gemerkt. Das ist schon mal schön. Genau, Frame Generation im Menü zu benutzen. Jetzt müssen sie sich echt was überlegen, dass das nicht passiert, weil da sieht man das dann mit dem springenden Text. Was aber im Spiel nicht so relevant sein sollte. Okay, das sollte passen. Whatever. So, dann drücken wir mal auf Starten. Ich crashe. Er ist gecrashed, Mann. Willst du mich verarschen, Mann? Oh mein Gott, Alter. Ich kann nicht mehr, Alter. I can't, Alter. Dafür wurde der I can't Smiley gemacht. Dass er bei mir nicht lacht und weint, sondern weint und weint. Okay, ich hab's verstanden, dass du schon wieder gecrashed bist, Mann. Oh mein Gott. Immer diese Trash-Indie-Spiele. Krieg ich mein Geld zurück für einen Early Access? Oh, meine Fresse, Alter. Holy shit. Du verkaufst 3 Tage Early Access und du brauchst in Wirklichkeit 3 Tage Beta-Tester. Okay, kann ich jetzt das Spiel starten? Nein, jetzt ist wieder ein schwarzer Bildschirm. Wenn es ein schwarzer Bildschirm ist, kannst du von vornherein einen Taskmanager aufmachen, weil er schafft es nicht, das Spiel zu starten. Okay, also es gibt es gibt schon 4 unterschiedliche Arten von Crashes. Einfach faszinierend. Ich habe übrigens den neuesten Treiber natürlich drauf, den neuesten Grafikkartentreiber, ich bin ja nicht dumm. Nice, sofort wieder gecrashed. Low-Level Fatal Error. Nice. Was wir am liebsten haben. Hab in letzter Zeit sehr viele unterschiedliche Spiele gespielt, die alle nicht gecrashed sind. Also ich würde ausschließen, dass es dieses Mal wieder der PC ist, aber man weiß ja nie. Also im Zweifelsfall bin ich auf der Seite der Entwickler, in diesem Fall aber nicht, weil sie zu blöd waren, ein einfaches Optionsmenü zu machen. Also würde ich einfach davon ausgehen, dass das Spiel wahrscheinlich einfach nur ein Dice-Roll ist, ob das Spiel überhaupt laden wird oder nicht. Cool, wie schnell das lädt. Ich möchte jetzt nie nochmal das gleiche Intro sehen. Dankeschön. So. Also, ist die Mouse Acceleration immer noch negativ? Finden wir es raus. Ich meine, es gibt keinen anderen Weg. Das war eine schnelle Bewegung. Das war eine schnelle Bewegung. Das war eine schnelle Bewegung. Also über das komplette Mauspad. So, und das ist eine langsame. Da. Ist es unspielbar mit der anderen Einstellung? Natürlich nicht. Es ist
unnötig schlechter zu spielen? Ja. Bin ich bereit, ein Spiel unnötig schlechter zu spielen? Nein. Wenn wir gleich einen Reddit-Post darüber machen? Ja. Ah, Gott sei Dank. Okay. Gefixt. Erstmal. Jetzt beginnt der richtige Spaß. Der richtige Spaß ist nämlich, wir werden jetzt übrigens keinen Reddit-Post machen, weil ich will nicht, dass das Spiel crasht, wenn wir das vielleicht später machen. Genau, also holy shit, Gott sei Dank geht der Fix noch aus dem ersten Teil. So, jetzt haben wir erstmal eine Maus, die sich wie eine normale Maus verhält und nicht wie ein Stück Scheiße, das man aus der Mülltonne geholt hat. Absolut erbärmlich, dass man das immer noch für seinen zweiten Teil nicht gefixt hat. Jetzt mal optisch gesprochen, ich habe den ersten Teil schon länger nicht mehr gespielt. Der sah aber auch schon ganz cool aus und das sieht immer noch ganz cool aus. Wahrscheinlich besser als der erste Teil, nehme ich jetzt einfach mal an. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also jetzt optisch würde ich sagen, solide. Warum das Gras so wabbert, Gras meine ich, die Blätter, das weiß ich nicht. Aber hoffentlich sind es wirklich nur die Blätter und nicht noch andere Effekte, die kaputt sind. So, jetzt beginnt der richtige Spaß, und zwar wir kommen... Ausnahmsweise haben wir hier einen Kandidat, der besonders schlecht ist, bevor dann Dr. Maßstab vorbeikommt. Um wir die Messung überhaupt machen konnten, muss man erstmal was reparieren. Das ist natürlich mein Lieblingsmoment bei einem Spiel, wenn man 70 Euro für was ausgibt und dann erstmal wieder spielbar machen muss. Immer sehr, sehr schön. Deswegen ist Konsolengaming vielleicht manchmal doch ganz gut für Leute, die keinen Bock haben, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. So, wir sind sehr nah dran an einer idealen Einstellung tatsächlich mit der 1 von 100. Die 1% Chance, dass wir mit unserer DPI das Richtige treffen. So, was, wie ist das so? 33? Ja, das passt tatsächlich. Unglaublich. 6 im Lotto getroffen, was die Einstellung angeht. Die DPI sind richtig und Rotation sieht solide aus. Ja, das kann man machen. So, jetzt beginnt der richtige Spaß. Ich dachte, das war's schon. Nee, keine Sorge. Der richtige Spaß ist nämlich, wenn man im Spiel die Waffen benutzt. Die wir zwar unten rechts eingeblendet kriegen, die wir aber noch nicht benutzen dürfen. Wait, die Karte ist 3D oben, das ist ja lustig. Okay, wir können sie noch nicht benutzen, das heißt, es verschiebt sich ein bisschen auf später, der Spaß. Okay, wir laufen, also wir sind hier verletzt gerade. Ist das alte Fairy Tale? Ja, wie diese Krieg. Der alte weiße Mann findet es. Food und frisches Wasser, jeder geht along. Oh, ja. Das klingt wie ein Fairy Tale für mich. Ich muss ganz kurz schauen. Ob das Stream überhaupt noch läuft. Okay, ja. So, sehr schön. Genau, wenn ihr jetzt kurz was geschrieben haben solltet, das sehe ich erst gleich wieder. Ich kann leider nicht raustappen. So, okay, nice. Momentan ist meine Maus übrigens immer noch sehr limitiert, weil ich meinen Maßstab immer noch da liegen habe, bis wir dann die Waffen benutzen können. Ich hoffe, wir müssen uns nicht zu sehr drehen. Ja, erster Eindruck ist technisch ganz solide. But I never seen nobody that happy before. Not in real life. Wait, was? Gibt Menschen, die manchmal glücklich sind? Ach, jetzt können wir wieder normal laufen. Lol. Okay. Referenzpunkt brauchen wir wieder. Ich mochte eigentlich diese Lampe hinten sehr, sehr gerne. Die war so gerade. Okay, verbraucht keine Ausdauer zu sprinten. Es ist immer ein Toggle-Sprint. Gab es ja auch keine Einstellung für, deswegen. Gott sei Dank. Okay. Also instant schon kein Fan vom Sprintwobbeln. Ja, das ist grauenhaft. Das machen wir sofort aus. Gameplay. Wo war das denn? Das war Grafik bei den.
Hier, Camera Bob, sofort aus, ne? Ah, Gott sei Dank. Okay, warum man das FOV anpasst, wenn man sprintet? Archaische Sachen, die man hier sieht. Alles Dinge, die ich nicht so gerne sehe. Okay, jetzt beginnt der wahre Spaß und dafür brauchen wir eigentlich gar keinen Maßstab mehr. Stimmt, habe ich komplett vergessen. Und zwar der wahre Spaß im Spiel ist jetzt das, ob zu schauen, ob die relative Sensitivity passt. Genau, dazu gehen wir ein bisschen weiter weg davon, dass es eben nicht so viel Bias durch die Distanz eben gibt. So. Interessant, hier sieht man schon, es ist ein Screen Space Ambient Occlusion am Werk. Das könnt ihr rechts in der Ecke, seht ihr dieses Blattwerk neben dem Metallstab der Laterne? Seht ihr, wie die Schatten verschwinden, wenn die Kamera näher rangeht? Das liegt daran, dass die Umgebungsverdeckung nur basierend auf dem, was man im Bildschirm sieht, berechnet wird, deswegen auch Screen Space, also was auf dem Bildschirm quasi abgeht, und nicht da anhand von dem, was man nicht sieht. Das heißt, sobald wir Sachen, die Schatten werfen, nicht mehr richtig im Sichtfeld haben, wird der Schattenwurf halt eben anders berechnet. Genau, das gibt es auch bei Reflexionen. In dem Fall ist es halt eine Screenspace Ambient Occlusion halt, also die Umgebungsverdeckung, wie man es im Deutschen nennt, also einfach nur Schatten von Licht kleiner Objekte. Okay, so. Jetzt beginnt der Spaß. Und zwar haben wir einmal hier die, ich weiß nicht, ob der das FOV ändert, wenn der ein Problem hat, wenn wir es wo hinten dran sind, wir sonst wahrscheinlich so machen. So, okay, wie weit müssen wir, welche Distanz müssen wir hier zurücklegen? Einmal 13 Finger so. Und jetzt schauen wir mal. Bitte sei gleich, dass ich aufhören kann, es zu machen. Sonst kotze ich gleich. Distanz ist zu niedrig. Aber wie viel ist sie zu niedrig? Okay, ungefähr hier. Sagen wir mal, okay, ein bisschen optimistischer. Machen das so. Distanz ist ungefähr ein Faktor, irgendwas zu niedrig. Okay, kein Problem. Wir können ja noch die Sensitivity ändern. Und zwar geht es hier um die Scope Sensitivity. Nicht Scope, sondern Aiming Sensitivity. Wenn wir die auf 2 machen, es kann sein, dass es überhaupt nichts mehr ändert, tatsächlich. Weil wir, oh mein Gott, ist viel zu schnell, das sehe ich jetzt schon. Das heißt, wir werden damit zu langsam nehmen müssen. Die Frage ist halt, viel zu schnell oder ein bisschen zu langsam. Ich glaube, da nehmen wir lieber ein bisschen zu langsam. Wie ist das FOV? Gute Frage, ich habe keine Ahnung, was das FOV in einem scheiß Spiel ist. Aber wenn man reinzoomt, ist es schon ziemlich tight. Aber wir lassen es einfach mal auf Default, weil ich keine Ahnung habe, was die Werte bedeuten. Nee, das scheint besser zu sein tatsächlich. Eine 1, eine 2 scheint realistischer zu sein. Hat das Spiel eine 1:1 vertikale und horizontale Sensitivity? Ich habe keine Ahnung. Will ich es testen? Langsam habe ich keinen Bock mehr. Okay, das ist tendenziell aber zu schnell. Es ist die Frage, wollen wir lieber zu schnell oder zu langsam haben? Dass das FOV sehr, sehr niedrig ist. Ja. Ja, das ist ja die Frage, wollen wir es tendenziell zu schnell oder zu niedrig haben? Kommt halt auch auf die Waffe an. Das ist jetzt zu niedrig, wir testen mal mit der anderen Waffe. Das ist unsere Pistole. Wollen wir vielleicht eine andere Taste fürs Waffenwechseln nehmen? Ich glaube schon, ich mag das nicht, dass es auf der seitlichen Maustaste ist. Wie viel ist die Pistole, wenn man gezoomt hat? So weit. Ohne dass wir gezoomt haben, ist sie so weit. Also es ist tendenziell ein bisschen zu schnell. Oh, bei der Pistole ist es wabbelt ja auch so durch die Gegend. Nee, ich glaube, mit einer 1, irgendwas kommen wir gut klar. Ja, ich meine, das ist nicht optimal, weil die Entwickler halt ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, aber das passt. Okay, dann würde ich sagen, es geht an den finalen Touch. Der finale Touch ist bei der Steuerung wahrscheinlich die Consumables anders zu gestalten. Welche Taste würde ich am liebsten für den Waffenwechsel sehen? Ich denke, die...
3 ist eigentlich ganz gut. Oder wollen wir die 3 nehmen? Ich bin mir gerade am überlegen. Wir können ja den ersten Item-Slot theoretisch 1, 2, 3, 4, 5 oder den vierten hier. Machen wir einfach auf die... den da. Die haben wir auch nicht, 3 haben wir auch nicht. Ist die 2 oder die 3 haben für einen Waffenwechsel? Ich glaube die 3. Dass wir machen den Item-Slot auf die 4, ne, nicht auf die 4, aber frag mich doch einfach, wenn es doppelbelegt ist, du Bastardteil. Den auf die 5. Den letzten Item-Slot haben wir auf die seitliche Maustaste, 1, 2, 3, und dann wollen wir die 4 und die 3er für andere Sachen haben. Die 4 wollen wir für Relic haben. Ich nehme an, dass die Heilung immer noch, kann sein, dass es nicht ist. Und dann machen wir die 3, die andere Waffe. Okay. So. Jesus Christ, das war ja mal anstrengend. Achso, Scope. Wollen wir Scope drauf belegt? Stimmt nicht. Scope können wir eigentlich auf die seitliche Maustaste machen. Warum eigentlich nicht? Wobei ich nicht weiß, ob das... Warum ist Scope noch auf C? Wir hatten das gar nicht unbelegt. Okay, dann müssen wir ganz kurz gucken. So, die Waffenslots. Ich glaube, die sind eh nicht so wichtig, weil du dann nur so Gegengift und sowas drauf machst. So, 1, 2, 3, 3, 3, 3, können wir hier machen. Und der kommt auf die 5. Okay. Ist es optimal, was wir jetzt eingestellt haben? Was zum Fick, weiß ich. Werden wir rausfinden. Wenn wir spielen. Okay, jetzt können wir loslegen. Wie lange hat es gedauert, bis wir das gemacht haben? Eine halbe Stunde oder so? Hoffentlich war es das wert. Wenn es so gut ist wie der erste Teil, war es definitiv wert, das Setup zu machen. Es ist nur so sehr, sehr schade, wie viel Aufwand man damit betreiben muss, was der Entwickler natürlich trivial eigentlich umsetzen könnte. So, erster Eindruck vom Movement ist, ich meine, ich kann mich nicht mal an den ersten Teil erinnern, aber du hast eine sehr, sehr reaktive Zeitwärtsbewegung. Genau, also ausweichen geht auch ohne Ausweichen wahrscheinlich ganz gut. Unten scheinen wir einen HP-Balken zu haben und irgendeinen zweiten Balken, der ist vielleicht Stamina oder sowas. Scheint jetzt momentan nicht runterzugehen. Die steht ja immer noch von einem Schild. Keine Ahnung. Okay, wann wird der erste Gegner kommen? Relativ bald, weil wir haben schon Waffen. Können wir uns schon heilen? Glaube nicht. Ja, Performance scheint sehr, sehr gut zu sein. Ist horizontal und vertikal identisch? Kann man schwer sagen. Wir können es mal rausfinden. Probieren wir es auch noch aus. Machen wir uns die komplette Mühe hier. Ich glaube, vertikal ist relativ lahm in dem Spiel. So, fangen wir an. 90 Grad nach oben. Das sind 90 Grad nach oben ungefähr. So weit. Hier von mir aus. So, 90 Grad zur Seite. Naja, 90 Grad zur Seite sind... Ah, sagen wir mal, wenn wir nett sind, ist es 1 zu 1. Okay, immerhin. Genau. Ja, was möchtest du, werte Dame? Oh, ich höre Gegner, hörte sie auch. Oh, die Holy Movement, kann man da runterfallen? Oh, man kann runterfallen. Sein. Das heißt, es gibt eine... Also die Möglichkeit zu fallen und zu springen. Macht ja schon Sinn. Warum müssen wir denn? Wir haben uns gerade fast das Bein gebrochen. Macht überhaupt keinen Sinn. Holy shit, es ist ein... Bloodroot. Ohne Interaktionsprompt. Der... Nicht so geneigte Spieler würde an der Stelle jetzt nicht wissen, wie man es aufnimmt. Kleiner Fauxpas schon wieder.
okay, das ist einfach nur Live-Regen über Zeit. What happened to these poor bastards? Ah nein, ich habe sie schon gelootet. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Oh mein Gott. Can't let it go to waste. Use it on that bum ankle of yours. Bestimmt nicht, Alter. Wirklich? Hey, come on. Let's get some distance. Muss oder was? Es ist overheal. Guck, das overheal schon. Schon geht. Was ist der? Ist der dort nicht zentriert? Na ja, komm, das bilde ich mir bestimmt mal ein. Weil die Tür, glaube ich, schräg ist. Die Karte ist also Doom Eternal-Style. Ich glaube, im Vorgänger hatten die eine flache. Ist es immer noch prozedural generiert eigentlich, das Spiel? Also sind es zufällig generierte Areale, also aneinandergereihte Stücke wahrscheinlich eher. Hoffentlich ja, das hat den Wiederspielwert enorm erhöht. While in Combat, ach so, deswegen hat es keine verbraucht. Okay, das heißt, wir können jetzt hier Dodge Spam. Ich nehme an, es hat Iframes. Wir haben noch nicht ganz getestet, ob die in wie viel Richtung man machen kann. Aber man kann scheinbar sehr, sehr schön in die Richtung machen. Weil es war ja sehr, sehr gutes Gameplay. Das ist ja umso erstaunlicher, weil das Gameplay gut ist, dass die Entwickler, dass die Kamera so komisch rausgeht beim Dodgen, ist ein bisschen strange, aber dass die Entwickler so gutes Gameplay gemacht haben, aber zu blöd sind, Einstellungen zu machen, ist immer irgendwie seltsam, finde ich. A side of what? Nothing. Something my ma used to say. Yeah. Wer ist das? Wer sind wir? Hi. Okay, wir one-shotten sie fast. Wie ist gerade das Tutorial? Solltet ihr so ein Tutorial pausieren? Ja, immer, 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 immer das Tutorial pausieren für Leute. Ich meine, im Multiplayer geht's nicht, aber im Singleplayer schon. Das mit dem Ambient Occlusion ist nicht gut. Screenspace Ambient Occlusion ist hier tatsächlich sehr, sehr unlucky eingesetzt. Ihr könnt das sehen, wie wir hier quasi Disco rechts spielen können bei den Kisten. Ja, nicht die beste Implementierung davon. Actually, sie struggelt wirklich sehr, sehr hart. Also selbst mit. Also sowas passiert ja super häufig, dass man hier läuft. Und dann kommt erst die Occlusion rein. Da würde ich ja fast sagen, dass es besser ist, keine Screenspace Ambient Occlusion zu haben, weil die wirklich sehr, sehr ablenkend ist. Da müssen wir gucken, ob das öfters vorkommt oder nicht. Genau, manchmal ist es besser, Effekte einfach auszuschalten, wenn sie scheiß gemacht sind. Texturen sind aber sehr, sehr crisp und Geometrie von zumindest Steinen teilweise ganz nice. Wie wichtig ist mir die Grafik bei dem Spiel? Nicht sehr wichtig, weil es war definitiv eher ein Gameplay-orientiertes Spiel. Ich würde es immer noch irritieren, es fühlt sich sehr, sehr langsam nach oben an. Wahrscheinlich auch wegen dem FOV. Es fühlt sich wirklich sehr langsam an. Warum fühlt sich das so langsam an? Haben wir die irgendwie... Nee, das ist definitiv die gleiche Distanz. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur geschädigt davon, dass es Beschleunigung drin hatte. Ja, ich muss sagen, ich glaube, jetzt schalten die Ambient Occlusion aus. Also die gibt mir jetzt auf den Sack. Ihr seht das, wenn man hier durchläuft, wie hier alles sich aufhält und abdunkelt. Das sieht einfach scheiße aus. Also, oder bin ich der Einzige, der den stört? Ich glaube nicht, dass das Spiel Raytracing hat. Nee, ich denke, das ist relativ basic. Deswegen meinte ich auch, es wird wahrscheinlich gut performen, auch in den höchsten Einstellungen. Deswegen habe ich DLAA und nicht DLSS benutzt, also Anti-Aliasing anstatt Supersampling. Ja, jetzt ist die Frage, kommt das oft vor, so eine Situation? Also bisher muss ich sagen, schon, ja, das nervt schon übelst. Lass mal gucken, ob wir es ausschalten können, ehrlich gesagt. Kostet Performance und sieht scheiße aus. Warum sollten wir es anders nennen? Ist die Frage, kriegen wir eine Option, die das macht? Wahrscheinlich ist es unter Post-Processing drin. Würde ich jetzt vermuten. Ja, ist ein bisschen schwächer geworden, das ist immer noch Garbage. Oh, ist ja fast noch schlimmer. Holy shit. Wenn wir es komplett ausschalten, dann haben wir wahrscheinlich einfach gar keine Ambient Occlusion mehr, richtig? Es kann auch Effekte sein. Vielleicht ist es nicht Post-Processing. Es ist zwar eine Art von Post-Processing, aber vielleicht haben sie es trotzdem unter Effekte gepackt. Oder es passiert einfach gerade gar nichts, weil wir... Oder es ist unter Shadow Quality. Ich weiß, es ist nicht gut gemacht, dass es nicht eine einzelne Option ist. Okay, das ist definitiv irrelevant gewesen.
Schauen wir mal, ob die Schattenqualität mit reinspielt. Was eigentlich nicht. Das eigentlich sollte es ja die Auflösung machen und nicht die. Nein, das scheint einfach komplett kaputt zu sein im Spiel. Okay, das ist unabhängig von deinen Einstellungen. Oder die Einstellung geht nicht. Das kann sein, wobei ich den Eindruck hatte, dass es anders aussah. Weil wir ja die Datei gelockt haben. Also vielleicht, weil wir sie schreibgeschützt gemacht haben. Da muss man unbedingt das nächste Mal nochmal reinschauen, ob er die Einstellung übernommen hat. Woran würden wir das denn am ehesten merken, ob er überhaupt was ändert? Gute Frage. Wahrscheinlich an der Draw Distance oder sowas. Was ist denn, wenn wir die Draw Distance auf 0 einfach mal machen? Ich bin mir nicht sicher, dass er gerade überhaupt was ändert. Ah doch, da sieht man es. Er ändert was. Der Baum ist jetzt nebliger geworden. Ihr seht das. Es ist ganz, ganz weiß und neblig. Und ich glaube, das war vorher noch nicht der Fall, als die Ultra war, richtig? Wenn man das auch weiß und neblig. Okay, nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob er die Einstellung ändert. Das müssen wir noch mal nachschauen. Die Schatten sind auf jeden Fall richtig ass. Das ist leider sehr, sehr schade. Hoffen wir einfach mal, dass es eine Ausnahmesituation jetzt hier gerade da ist, als die Regel. Wobei ich den Eindruck habe, durch diese Türen wird das immer wieder passieren. Aber naja, hier merkt man es nicht so sehr. Ansonsten sieht es aber cool aus. Ich mag den Artstyle gerne. Ich bin jetzt nicht eigentlich der mega größte Fan von realistischer aussehenden Spielen, aber ich finde, die haben so einen ganz eigenen Stil irgendwie. Wie laut ist die Waffe? Die ist relativ leise. Foliage hätten wir testen können. Müssen wir wahrscheinlich draußen. Können wir nicht draußen mal kurz machen, oder? Wenn wir wieder rauskommen. Ah, shit, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind hier drin gelockt, weil ich weiß nicht, was hier drin als Straßen sowas zählen wird. Ich muss das Spiel tatsächlich ein bisschen lauter machen. Das ist sehr, sehr leise. Ah, ich habe Alt Tab gedrückt. Gott sei Dank ist es nicht gecrashed. Noch nicht. Aber ich muss mich schon was Janine und Clav treiben. Die fahren jetzt schon zurück. Okay, weil ich wusste, dass es nicht so ein langer Stream wird, aber. Ach, eventuell hilft uns das mit der Karte jetzt. Ich muss gucken, ob er die Einstellung halt gemerkt hat. Ich hoffe schon. Genau, weil wichtig ist, dass die natürlich schreibgeschützt bleibt, die Datei, damit wir die Acceleration rauslassen, wenn wir neu starten. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn wir das nächste Mal dann dabei sind. Es ist heute, wie gesagt, ein relativ kurzer Stream leider nur. Morgen aber denke ich auf jeden Fall länger. Ja, das FOV ist ein bisschen klaustrophobisch vielleicht, aber es fühlt sich so an, zwischen 90 und 100 im Gefühl her. Ich meine, gibt es schon jemanden, der das, der die Einstellung geschaut hat? Jo, ich bin in Windows! Oh mein Gott, der Task Manager. Oh mein Gott, okay, ich bin im Spiel. Oh mein Gott. Holy shit, wir sterben gleich, weil ich mit fucking Task Manager war. Ist gescriptet. Gescriptet, ich wusste genau. Oh mein Gott, von dem fucking Task Manager. Oh mein Gott, okay, es ist aber gescriptet. Ich wollte gerade sagen, die sehen aus, als ob sie endlos spawnen würden. Und man kann sie auch nicht dodgen. Also nicht gut zumindest. Kann man auch nicht sterben, wahrscheinlich schon. Plot Twist, unser Hauptcharakter, den wir erstellt haben, stirbt und jetzt spielen wir sie weiter. Wieso one-shotte die mit einer Pistole, Alter, die ist broken. Der eine ist gerade durch die Wand gelaufen. Sind sehr horny, die Gegner. Wollt ihr euch küssen? Küsst euch, komm.
Oh Gott, haben wir eine Slow-Zeitanhalten-Fähigkeit? Zumindest Gegner anhalten. Würde man nicht davon ausgehen, dass es jede Sekunde wieder aufhört und man dann voll gefickt wird, wenn man sie berührt? It's okay. You're safe. Whoa, hold up. We're friends. We're here to help. Can't hold this forever, Bo. Übrigens, falls man die aus dem ersten Teil kennen sollte, war das die Tussi war, die deine Sachen repariert hat und so. Ich könnte mich nicht dran erinnern. Zu lange her. Gott, der hat Heiltränke dabei. Broken as fuck. Thanks. Who are you? Questions later. We gotta get moving. On three. Können wir die spielen? That's all I got. You're on your own now. Hey, we still. Sie hat noch Waffen auf dem Rücken, glaube ich. Ich habe mal keine Klasse ausgewählt, wobei die so Placebo ja war, wieder über Souls typisch. Können wir die spielen? Sie sieht irgendwie cuter aus als mein Hauptcharakter. Würde ich doch eine Asiatin machen sollen. Stimmt, wenn du eine Frau spielst, nimmt die dann weniger Fläche im Bildschirm ein als ein Mann? Weil sie ja kleiner ist. Aber hoffentlich ist die Kamera dadurch nicht kleiner. Oder tiefer. Wie bei Overwatch, dass manche Charaktere einfach super niedrig sind. Ne, ich glaube bei Genshin ist das auch so. Wenn du so Gigi oder sowas spielst. Oder Klee oder sowas. Klee. Ja. Unser erster Nicht-Tod. Wann wird unser erster Tod kommen? Wahrscheinlich sehr, sehr bald auf dem Fähigkeitsgrad. Ich würde erwarten, dass es sehr, sehr schwer ist. Der erste Teil war auch relativ schwer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Also dem Apocalypse. War definitiv manche Bosse super Giga-Aids. Dementsprechend erwarte ich auch hier viele Tode. Here they come. Here they come. Hier, unsere Nachladeanimation ist sehr, sehr langsam. Jetzt plötzlich one-shotten wir sie. Unser Seacross ändert seine Farbe. Kann man machen. Es gab im Vorgänger Headshots, wenn ich mich richtig dran erinnere. Also das ist richtig, also sehr, sehr sicher. 99%. So, genau. Munitionsmanagement hat auch eine große Rolle gespielt. Moment, du Scrap automatisch looten, war das im Vorgänger auch so? Kann ich mich dran erinnern. Wie finde ich das, wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist? Ich hoffe nicht die ganze Zeit, ehrlich gesagt. Weil wahrscheinlich ist es das Tutorial, dann sterben alle am Ende und dann würde ich mit den anderen Spielern zusammentun. Ich bin sackmüde heute irgendwie. Ich finde, die sehen übelst aus wie die Aliens aus Alien Isolation. Obwohl die überhaupt nicht so aussehen. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas an ihrer Bewegungsart oder so, dass ich mich total ans Alien denken. Aber es sieht cool aus. Also optisch gefällt es mir gut, aber der Vorgänger hat mir optisch auch gut gefallen. Deswegen habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich plötzlich einen Clusterfuck mache. Wie finde ich die Minimap, die gekippte? Ich erkläre euch ganz kurz, was der Vorteil von dieser Minimap ist. Und gleich auch den Nachteil. Der einzige Vorteil, den du actually hast, ist, dass du Höhenunterschiede sehr gut sehen kannst auf einer gekippten Minimap. Man sieht auch ein bisschen weiter nach vorne als nach hinten. Das kann man als Vorteil sehen oder nicht. Ich finde aber in Spielen, die nicht viele vertikale Elemente besitzen, ist eine nicht gekippte Minimap um Vielfaches besser. Die Frage ist halt, gibt es viele überlappende Sachen, dass es einen Vorteil gibt oder ist alles flach und sie hätten eigentlich die Minimap lieber top-down machen sollen? Das wird sich zeigen müssen, ob das Spiel als das Level-Design eben die Minimap bevorzugt oder nicht. Bei Doom Eternal zum Beispiel ist sehr, sehr vertikal, deswegen macht es sehr Sinn, dass man eine dreidimensionale Karte hat.
Remnant 1 aus meiner Sicht war sehr, sehr flach. Da hat definitiv eher eine 2D-Karte Sinn gemacht. Wollt ihr nicht die Pistolen eigentlich die ganze Zeit draußen lassen? Wenn ihr permanent angegriffen werdet. Sieht ja niedlich aus. Wow, nicht auf mich, Alter! Geh auf meine Teammitglieder. Warum habe ich die Pistole draußen? Ey, warum auf mich? Bro! Bro, ich sehe nichts. What the fuck? Können wir ganz kurz drüber reden, dass ich die falsche Waffe draußen habe? Habe ich Heilmöglichkeiten? Warum die Pistole, Mann? Wie wechsle ich die Waffe? Auf was habe ich es gelegt? Auf die 3? Wieso kann ich die Waffe nicht wechseln? Spiel? Warum geht das nicht? Friendly Fire, keine Ahnung. Wieso darf ich die Waffe nicht wechseln? Ist das so ein Meme oder was? Space, also nein. Ich will nicht dodgen. Holy fucking shit, ich will einfach nur weg von dem Bitch-Teil. Aber kann mir bitte jemand erklären, wie man Waffen wechselt? Weil er hat es sich nicht gemerkt. Ist man jetzt gelockt auf die Waffe? Leute, macht Schaden dabei? Ich dachte erst, wenn sie angreift, wir sind tot, actually. Ja, wir sind actually tot. Weil ich versuche die ganze Zeit die Waffe zu wechseln. Aber wir haben einen Rest von Teammitgliedern, das ist sehr nett von euch. Kann ich bitte Melee Attack? Das ist schön, aber kann ich bitte die Waffe wechseln? Ich kann ja nicht pausieren im Spiel, oder? Ich habe die Schulter gewechselt. Ach stimmt, Schultern wechseln kann man im Spiel. Oh nee, das müssen wir unbedingt wegbelegen. Das passiert nämlich die ganze Zeit aus Versehen. Und dann mordest du einfach nur, weil es aus Versehen passiert ist. Okay, wie weicht man so eine Attacke aus? Einfach wegrennen, oder? Ja, ich bin garbage, Alter, weil ich die ganze Zeit die Waffe wechseln will. Okay, scheinbar müssen wir in sie rein dodgen. Also nicht dran vorbei. Okay, in sie rein. Okay, wir hatten totale Items. Es ist total soulsy. Es ist nicht Resident Evil oder sonst was. Wie finde ich diesen ersten Fight? Also ziemliche Clownfiesta, ehrlich gesagt. Okay, später. Timing. Ich bin ziemlich weit weg gewesen beim Dodgen. Egal, ihr rest mich eh endlos. Ist gar kein Problem. Ich hab's verstanden. Das ist einer von diesen Fights, wo man nicht verlieren kann. Vielleicht auch Copium oder so. Was gefällt mir nicht? Man muss Button mashen, um die Pistole zu schießen. Ich hasse Button mashen. Okay, was auch immer. Kann ich jetzt die Waffen wechseln? Warum kann ich die Waffen nicht wechseln? Root Ganglia haben wir gefunden und einen Tradepunkt. Sind die wieder random, die man findet? Also die Attribute? It's really real. Food and water and folks living with some old white guy. More or less. Whoa, let me get you some water. I'm fine. Ooh, that looks like root rot. But I've never seen a case this bad. I'm fine. Wie er das gesagt hat, oder? Voll komisch. Wie interessant. Doctor, there's our only chance. We better get moving before we lose the light. Also ich fand das Voice Acting gerade sehr fraglich von ihm. Naja. Kann ich jetzt die Waffe wechseln oder ist die Taste nicht funktional? Das ist, wenn ja, warum? Also vielleicht haben wir sie wirklich auszusehen, woanders hin belegt. Ich habe gemissklickt. Jedenfalls ging es einen kompletten Fight über nicht. Genau, aber ich denke, der richtige Remnant 2 Stream, wo wir dann durchstarten werden, wird morgen sein. Das ist heute noch relativ kurz. Wie ist der erste Notar? Absolut beschissen. Weil das Spiel total beschissene Einstellungen hat. Aber vom Spiel selber wirkt cool, aber die Einstellungen sind absoluter Trash. Und bisher habe ich fast nur Einstellungen gemacht. Ja, also Spiel, ganz, ganz lustig. Aber Einstellungen absolute Scheiße.
Und es ist auch noch so 5-mal gecrashed beim Starten. Zum Glück nur beim Starten, nicht beim Spielen bisher, aber... Oh dear. Ist es ein Battle Pass? Du meinst im Game Pass, oder? Gute Frage, ist Remnant 2 im Game Pass drin? Glaub nicht, oder? Oder, Moment, ist Remnant 2 im Game Pass drin? Dann kann Janine mit meinem Game Pass spielen. Gute Frage, ich google das mal. Leider nein. Okay, leider nein, okay. Stimmt, hätte ich gewusst, wenn es eigentlich drin ist. Kommt aber bestimmt irgendwann rein. Mayor thinks that puts him in charge of everything and everyone. Listen, I'm gonna check in with Ford and then I'll get some rest. Mit Ford ist ja aus dem ersten Teil, oder? I've been through a lot worse, you know. Das ist das Auto. Der Typ war ein Auto. Das ist ein Transformer, der heißt Ford. Und genau, meistens läuft er in seine Menschengestalt rum, aber kann sich auch in ein Auto verwandeln. Das war so der Plot-Twist zum ersten Teil, dass er irgendwann halt sich verwandelt hat. Und dann konntest du ihn als Mount benutzen. Bist halt immer in ihn eingestiegen und bist mit dem Ford durch die Gegend gefahren. Ich glaube, es ist ein Sponsorship gewesen auf dem Spiel. Ja. Ach, deswegen eine Maus. Ich wollte sagen, warum habe ich eine Maus hier? Ja. Für die Krieg? Really? I didn't know anybody knew what we were doing here. We've just, we've been cut off from the world for so long that. Nein, stell dir einfach vor, es ist ein süßer Anime-Charakter, auf den du gatschern möchtest. Kind of nice, actually. Hey, ask around if you need. Oh, start with Ford. So teuer ist es nicht, das Spiel. Aber kannst du noch zum 25. warten, dann musst du nicht pre-ordern, dann ist es günstiger. Yo, oh mein Gott, ich habe Kontrolle über meinen Charakter. Wieso kann ich das, die fucking Waffe nicht wechseln? Was ist dein fucking Problem, Spiel? Lass mich eigentlich fucking verarschen. Was? Wait. Wir haben es verkackt? Oh Mann, ich wollte dem Spiel Schuld geben. Shit, wir waren's. Fuck. Das können wir uns gar nicht beschweren, weil wir... okay, was machen wir jetzt mit dem Item-Slot 3? Ausgezeichnete Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten theoretisch auf die 6 legen. Die 6 ist sehr, sehr weit weg. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Das ist eine super gute Frage. Auf was wollen wir das denn? Das Spiel braucht so viele Tasten, Alter. Was ist das denn für ein... Ich dachte, das wäre ein Konsolenspiel. Mal aufhören, mal so viele Tasten in mein Konsolenspiel reinzumachen. Holy shit, so viele fucking Tasten. Wir könnten es theoretisch auch von mir aus auf Z legen. Warum brauchen wir den einfach nie? Dann habe ich Item Slot 4. Wir haben es gleich, keine Sorge. Warte, ich penne gleich ein. So, okay, cool. Wir sind in der Stadt drin. Hier ist die Performance ein bisschen schlechter, glaube ich, aber immer noch mehr als gut genug. Actually, though now that you mention it, you remind me of Brad too. Yeah. Brad Pitt? I'm glad. Wait, das Spiel geht gar nicht bis 90 Grad nach oben. Jo, das ist wieder eins von diesen Spielen, das debated. Deswegen ist die Distanz auch identisch. Moment, ist die vertikale Distanz doch viel zu niedrig und ich habe mich nicht vermessen, sondern das sind nicht 90 Grad. Fuck. Moment. Jetzt tun wir mal so, das sind 90 Grad. Kann ich 90 Grad hier abschätzen? Keine Ahnung, das ist ungefähr 90 Grad. Nee, das scheint identisch zu sein. Es fühlt sich irgendwie fühlt sich in dem Spiel nach oben und nach unten schauen an unglaublich anstrengend an. Ich habe keine Ahnung warum. Was es mit dem FOV oder so zu tun hat. Wir können die Karte anschauen. Blau auf Grau für Items ist sehr strange Wahl, finde ich. Generell ist die Karte irgendwie... Hä? Warum ist linke Maustaste und rechte Maustaste kippen? Weg!
Ich habe zwei Maustasten. Ich möchte pennen. Kann ich nicht pennen? Wie penne ich? Mit WASD? Okay, das geht auch. Okay, von mir aus. Ja, also für Leute, die gerne mit der Maus die Karte durch die Gegend ziehen, das kriegt ihr ja nicht. Könnt aber immerhin mit WASD drüber fahren. Hi, was möchtest du mir verkaufen? Ich möchte bitte den Ingame-Shop finden, damit ich mein echtes Geld ausgeben kann. Nee, gibt keinen, oder? Sieht aber cool aus, der Typ hier. Willst du nur noch wissen, wie man mit ihm interagiert? Achso, einfach E drücken. Ach, das ist der Typ, der nicht reden kann. Ah. Lutsch mir die Eier, weil du hast die Untertitel nicht an. Ah, lustig, weil du keine Untertitel hast, kannst du nicht hören, was er sagt. Das ist nicht toll. Mann, ich liebe Spiele, die so durchdacht sind. Nein, du kannst meine Waren nicht sehen. Okay, das ist ein Händler. Bla 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 bla. Okay. Wunderschön. Wir kriegen ja Gegenstände. Wir haben 118, können uns überhaupt nichts leisten. Verkaufen können wir nichts, weil wir haben nichts. Sehr schön. Okay, cool. Frag mich immer noch, warum nach unten und nach oben so unglaublich anstrengend anfühlt. Keine Ahnung, wir müssen ja nicht so hoch, oft hochschauen. Schöne Atmosphäre hier. Hier hinten ist ein Ausrufezeichen. Guck, da ist der Transformer. Es wird richtig cool sein, wenn er sich verwandelt. Muss so ein bisschen an Destiny denken gerade. Diese eine Farm auf der Erde oder sowas. Will ich überhaupt mit euch reden? Tatsächlich ist es, glaube ich, sehr ratsam, mit allen NPCs zu reden. Also fangen wir einfach mal da an, wo wir anfangen können. Wenn ich mich nämlich richtig dran erinnere, war Remnant tatsächlich nämlich ein Spiel, wo es teilweise lustige Dialoge und auch Belohnungen für gab, mit Menschen zu interagieren. Genau, das ist für einen asozialen Typen wie mich, der keinen Bock hat, mit Menschen zu reden, eigentlich meistens nicht so der... Okay. Moment, ich habe einmal einen Anruf in Audible. Achso, ja was, ich habe das nicht vertonen wollen, weil die haben euch kein Geld gegeben für einen Synchronsprecher. Ah, ist ja schade. Ja, also wenn ihr wollt, gibt es dann irgendwann dieses Buch auf Audible. Ihr könnt es dann in Ruhe euch lesen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr Frame für Frame durchskippen. Ich meine, jeden, den es interessiert, sehr, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass wir hier die unendliche Geschichte spielen. Okay, die Entwickler neigen das übrigens sehr, sehr lange Dialoge zu machen. Also es gibt, glaube ich, den längsten Dialog der Videospielgeschichte im ersten Teil. Ich weiß nicht, ob sie einen Weltrekord damit aufgestellt haben, aber es ist auf jeden Fall der sinnloseste, der längste Dialog, den man je haben konnte. Und man kann ihn sogar verpassen, wenn man Pech hat. Oder Glück, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und, wann sind deine Finger gut? Weil ich habe Hunger. Wenn ihr die Finger noch so ein bisschen länger hebt, dann haben sie richtig gut durchgefrittierte Finger. Gibt es eigentlich Autokannibalismus, wo Menschen ihre eigenen Hände frittieren und essen? Seht ihr, das Spiel lässt einen an die besten Sachen überhaupt denken. So, hey, was ist bei euch los? Ihr habt warum auch immer einen Wassertopf aufs Feuer gestellt. Brad war der, der den Weg. Right, Brad. Oh nein, Love Triangle? Too bad. Oh, du darfst sie nicht knallen, das tut mir wirklich leid für ihn. Founder Ford, I usually see him over at the warehouse. Okay. Wir haben eh bald einen Helm, dann sehen wir uns nicht mehr. I heard Ford was looking for you. He's up top, over in the warehouse. Ja, yeah, alles klar. Your friend's super sick, huh? What happened to her? Oh nein. Oh mein Gott, wir spielen Pädophilen. Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass wir Pädophilen spielen. Oh mein Gott, wir drängen dieses arme Kind in die Ecke. Oh nein. Das ist wirklich gemein von uns. Holy shit. Okay, Leute, wir müssen leider den Stream beenden. Das Spiel ist nicht geeignet für Twitch, weil man einen pädophilen Hauptcharakter spielt. Und... Warum kann man den schieben? Kann das jemand erklären? Okay. Unerwartete Dinge im Spiel. Ja, nee, wir tun gerade nur ein kleines Verhör mit dem Kind hier machen. Ah, warum kann man die Charaktere durch die Gegend schieben, Alter? Was ist das hier, die 90er? Was hat er gesagt? Können wir nur reden? Okay, Kona, my man, geh mal in die Schule, Alter. Ich weiß, es gibt keine mehr, aber mach's mal bitte. Your friend is in good hands, stranger. Also wenn die so aussehen wie deine Hände, die diese komischen Dinge da drum haben,
wage ich stark zu bezweifeln, dass es gute Hände sind. Außerdem ist es hier so unglaublich heiß auf diesen Blättern. Der absolute Wahnsinn. Oh, es gibt Farming? Nein. Holy shit, es gibt Farming, also zumindest irgendeine Art von Farming. Ihr könnt auch. Ah, cool, also gefällt mir hier von der Location her. Ist sehr, sehr entspannend. Ja? Sorry, what did you want to say? Ich stehe auf dich, aber ich bin nicht Brad. Shit. Man, dass Brad Pitt immer noch so beliebt ist in dem Spiel, ist unglaublich. Man könnte mal nach der Postapokalypse hätten sie vergessen, dass er existiert. Existiert er noch? Ist er lebt er noch? Wurde er schon gecancelt? Ich habe keine Ahnung. Also muss man immer fragen, ob die Person entweder lebt oder gecancelt wurde, wo man sie erwähnt. Ich habe schon länger keinen Film mehr, zumindest bewusst mit ihm gesehen. Hi. I don't trust that Wallace, but Brabus says he lives, so he lives. If you want to talk to him, he's over at the docks. Wallace? Wer ist Wallace? Auch cool, dass man hier einfach runterspringen kann. So, das ist der Arzt, der ist wahrscheinlich wichtig. Er gibt wahrscheinlich Upgrades für Lebens, auch nur so. You're the newcomer, ain't you? Nora Camarillo. I keep folks alive around here. Ah. You know, you're lucky they found you. Kiss. The Diaz. Nachos Burrito. Ich verstehe nur ein bisschen, aber ich kann es nicht sprechen. She's great. A real Spitfire, that one. I'd hang on to her if I were you. Ach so, wir sind zusammen. Okay, von mir aus. She's asleep and I'd like her to stay that way a spell. Ach so, stimmt. Alter, das ist ja mal Cowboy-Manspreading, was sie hier betreibt. Und dann hat sie auch noch so einen Revolver an der Seite. Fehlt eigentlich nur noch der Hut. Es ist Dr. Nora Town Doctor. Hier ist ein komischer, wenn du es vorliest. Okay, in the Ethereal Ore, bla bla bla, Shock Resistance. Ja, yeah, kennt man aus dem ersten Teil. Bandage. Hoffentlich werden wir die niemals brauchen. Keep your hands. Und ein Medic Pin. Okay, also Material für irgendwas. Ja, ja, gar kein Problem. Ich werde manchmal das Gefühl nicht los, dass die Maus immer noch ein bisschen komisch ist, aber wir haben alle Sensitivity-Sachen eigentlich ausgeschaltet. Also wenn es immer noch Dogshit ist, dann ist es nicht meine Schuld, immerhin, ja. Aber die Performance soweit geht in Ordnung, bis auf die Crashes halt am Start oder beim Laden und beim Altappen und hoffentlich nicht beim Spielen. Ja? Kein Problem, wir gehen gleich zu ihm. Nachdem wir mit allen außer ihm geredet haben. Wo stehst du auf, wenn wir da sind? Ich meine, aus dem ersten Teil kommt mir bekannt vor. Warst du der Typ, der nur Scheiße verkauft hat? Reginald Malone, but my friends call me Reggie. You can too. So you come in with Bo and Clementine there. Or you can be sure they'll do everything they can for your friend. Ain't the first to come through here needing help. Getting right to business. I respect that. Wir sollten übrigens mit den Leuten reden. Haben wir das mit den anderen Leuten gemacht, die Dialogoptionen auch gemacht? Okay, du verkaufst Ammo-Box. Oh mein Gott, in die Erinnerung daran. Pipe-Bomb. Confidence-Booster. Brauchen wir nicht. Rocket-Fuel. Brauchen wir vielleicht schon eher. One Admiral's Ring. Hier ist der Hard-Mode. Also der Hard-Hard-Mode. Stimmt, den hat er schon immer verkauft. Und das ist eigentlich irgendein Material. Okay, interessant. Ich will auch mit euch reden, deswegen will ich nochmal zurückgehen. Von den wichtigen Leuten mit Icons drüber, du da. Ja, ja, laber keine Scheiße. Rede nicht gleichzeitig mit mir, holy. Oh mein Gott, wollen wir das wirklich machen? Well, no need for that. Sieht ehrlich gesagt nicht jung aus, finde ich, aber I'm making mistakes. Ja, als Doktor wirst du es nicht. Wisst ihr, bei anderen Sachen aus Fehlern lernt man, als Arzt will man lieber nicht dieses Motto haben.
Ah, ja, gut, die nächste OP wird schon den Typ nicht töten. Das nächste Mal tun wir nicht. Einfach die falsche Arterie abklemmen. Das ist, glaube ich, dir fast schon, weil ich glaube, es gibt nämlich keinen einzigen innerhalb von Meilen. 100 Quadratmeilen oder sowas. My grandfather, he'd been treating folk his whole life, nearly as long as the roots been around. Nein. I started assisting Grandpa when I was 5. Dressing wounds, making meds, cutting at the table, you name it. Simple stuff at first, but yeah. You're old enough to hold the knife, then you're old enough to use it, he said. But how I helped him most was digging through the old hospitals. Even after a century, there's a hell of a lot to find. Ich wollte gerade sagen, so 100 Jahre her sein, also ich glaube in 100 Jahren dafür ist es ziemlich gut erhalten, haben die irgend so ein Haltungsprogramm gefunden. Tons. The old humans knew a lot about the human body, it turns out. Stuff even Grandpa didn't know. Did you know they used to be able to replace a man's lungs with someone else's? Or Nein. Put a dead man's liver in someone whose liver didn't work anymore. Ich würde sagen, Dead Man's Liver kannst du trotzdem auch noch in Leute reinmachen, eher so auf andere Arten und Weisen. Hey Perodax, alles klar bei dir? Ich finde es bisher, ich habe noch nicht viel gespielt, also was ich spielerisch gesehen habe, gefällt mir. Die PC-Umsetzung ist leider wie der erste Teil ein bisschen dürftig, was die Einstellungen angeht, sowas wie negative Mausbeschleunigung, die man dann in der Ini-File wieder ändern muss. Zum Glück geht das noch wie beim ersten Teil und beim Starten vom Spiel mehrere Crashes und nicht zuerst ein Optionsmenü, bevor das Spiel anfängt. Und generell ein Optionsmenü, das zwar die Optionen hat, aber die Art und Weise, wie sie präsentiert und tooltipfrei sie präsentiert, eventuell für mich ist es nicht so schlimm, weil ich ja verstehe, was die Sachen sind, aber für einen Einsteiger ist definitiv das Optionsmenü nicht gut gemacht. Aber wie immer war ja die Stärke vom Spiel das Gameplay, deswegen hoffe ich mal, dass es hier jetzt auch weiterhin so ist. Weil alles andere kann man irgendwie noch zurechtbiegen. Ein schlechtes Spiel ist ein schlechtes Spiel, egal wie die Einstellungen sind. Crashes hast du auf der PS5 leider auch. Gut, immerhin betrifft dich ja dann das mit der Beschleunigung nicht, weil ein Stick hat ja immer eine positive Beschleunigung drin. Ja, das ist bei Controllern ja normal, dass man da eine hat. Deswegen denke ich mal, da ist die Steuerung dann besser als am PC, wenn man nichts dran ändert. Ach, gibt eine Klassenauswahl, das weiß ich noch gar nicht, weil ich habe, glaube ich, noch gar keine ausgewählt. Bin noch so weit am Anfang. Wir werden heute aber wahrscheinlich gar nicht aus den Dialogen rauskommen, soll ich drüber reden. Wird gesagt, spannende Sachen im Krankenhaus. Ja, also ich finde im Das war im ersten Teil auch eine Stärke eigentlich vom Spiel, dass es viele Dialogoptionen hatte und das alles sehr, sehr schön in die Lore und so weiter eingebaut war. Ich bin nicht der absolute mega, mega Lore-Mensch, deswegen hören wir uns das einfach jetzt an. Aber ich denke, für jemanden, der im Lore interessiert, ist es definitiv ein Pluspunkt. Für mich ist es relativ egal, wenn es nicht die Abs. Also, ich bin eher der inszenierte Mensch. Also, wenn es einfach nur ein Gespräch ist mit dem NPC, bin ich so, wow, whatever. Aber wenn irgendwas Cooles passiert in der Welt und man dann, also irgendwas wirklich passiert und nicht nur redet, dann finde ich es meistens auch cool. Aber einfach nur diese Gespräche sind halt ganz nett. Probably wasn't the only one. I'm sure others came to the same solutions independently. But after Grandpa figured it out, he traveled as far as he could and taught it to everyone. Meinst du den einen, der, den man nur random treffen kann, der dann endlos mit dir reden kann? Der für mich längsten Dialog der Videospielgeschichte hatte? Wo du sogar was für gekriegt hast, wenn du es gemacht hast? Deswegen ist auch irgendwie uns genötigt fühlen, mit allen zu reden. Ja, ja, an den erinnere ich mich. Ich habe auch komplett alles zugehört. Ich neige dazu aber beim Streaming ein bisschen eher nicht die Geduld mitzubringen. Ich weiß nicht warum. Also wenn ich offstream bin, auch wenn ich nicht super, super hype auf die Dialoge bin, höre ich mir eigentlich gerne aus Belustigung an und so. Aber wenn ich selber rede und dann auch noch warten muss, bis ich rede, ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich so ungeduldig. Kein Plan. My mom had died and Grandpa didn't feel safe carting me around the countryside by himself. It turned out good. The city's full of scrounge and Warum habt ihr eigentlich alle Kleidung an wie im Wilden Westen? Dann gibt's doch mal, er redet noch mehr, oh mein Gott. Weiß nicht mehr, wie er hieß, das werde ich wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Ist schon lange her, dass ich den ersten Tag gespielt habe. Also ich habe ihn zu Release gespielt und danach glaube ich nochmal, als da eine DLC rauskam, aber es ist schon mindestens ein paar Jahre her.
Nee, ich habe keine Ahnung, wie viele Klassen es und so weiter gibt. Also ich werde das alles dann hoffentlich irgendwann sehen. Und ich, ob das Spiel auf der PS5 gut aussieht, ich würde davon ausgehen, dass es ähnlich aussieht, weil es sieht jetzt nicht aus wie ein Spiel, das ultra, ultra High-End ist oder sowas. Ich meine, wir benutzen das DLAA, das hat natürlich die PS5 nicht. Das heißt, die Kantenglättung wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein. Aber andererseits denke ich, dass sie eine relativ hohe Auflösung mit dem Spiel targeten können, weil es doch eben, denke ich, relativ solide formiert ist von dem, was ich jetzt von als erstes noch haben kann. Ich würde davon ausgehen, dass es auf der PS5 sehr, sehr ähnlich aussieht. Der größte Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass du nicht 240 FPS hittest. Sondern wahrscheinlich 60 hoffentlich. Also ich habe noch keine Tech-Reviews zu angeschaut natürlich, aber ich würde davon ausgehen, dass es sehr, sehr ähnlich aussieht. Also ich würde mir da nicht so, so viel Gedanken machen bei dem Spiel. Kann sein, dass es nicht ist, aber... Aber Crash ist, wie gesagt, das scheint ja dann doch da zu sein. Okay, also sie sagt uns, wenn wir fertig sind. Okay, sehr, sehr schön. Okay, wir können das mit ein paar Leuten hier machen. Mit dem glaube ich auch. Hi. Oh nein. Wir können nicht mit ihm reden, weil wir keine Untertitel haben. Das Blöde ist aber, er schreibt nicht auf das Brett, was er wirklich macht. Das heißt, ich glaube, mit Untertiteln könnte man sehen, was er sagt. Glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktioniert, weil wir keine Untertitel haben. Aber es war eigentlich richtig cool, wie der andere Teil diese Zufallsgenerierung benutzt. Ich hoffe immer noch, dass der Teil zufallsgeneriert ist. Dazu wollte ich nochmal sagen, ganz kurz, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe nichts darüber mich informiert, bin komplett blind. Und ich würde auch gerne weitestgehend natürlich blind durchs Spiel durchgehen. Das heißt, ihr wisst natürlich bestimmt schon mehr Sachen als ich, insbesondere wenn ihr schon den Streamer gestern, die schon gestern Early Access oder sogar vorgestern im Fall von Asmongold Early Access gehabt haben. Da gibt es natürlich schon Leute, die wesentlich mehr über das Spiel wissen. Ich versuche weitestgehend blind durchs Spiel zu gehen. Genau, also das ist so der Plan. Genau, dementsprechend super, super Noob, was das Spiel angeht, natürlich. Er schläft. Ist es der Opa? Ist es der Opa? Ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Es war ein Opa halt. Du wartest mal auf Digital Foundry, falls die das Game reviewen. Ja, auf jeden Fall. Du kannst natürlich auch, also du kannst sicher eigentlich davon ausgehen, dass Digital Foundry was dazu machen wird. Das ist ja ein sehr, sehr großer Release eigentlich. Ja, wäre komisch, wenn sie es nicht machen würden. Es ist jetzt nicht so ein spannendes Spiel für Digital Foundry, weil es ja doch sehr, sehr altbacken ist. Man sieht es ja hier auch wieder, da die Screen Space Ambient Occlusion ist halt jetzt nicht ganz optimal, um es mal so zu nennen. Aber sowas ist mir nicht ganz so wichtig. Ich meine, es ist halt, solange es gut aussieht und gut läuft, das reicht mir. Ist mir egal, was für eine Technik dahinter steckt. Aber bei Digital Foundry achtet er dann eher so ein bisschen drauf auf die Sachen wie Raytracing und generell die Implementierung. Ich meine, mir fallen halt die Fehler von den Sachen auf, aber es ist nicht so, dass ich jetzt super, super großen Wert drauf lege, solange es stimmig genug aussieht. Das ist er. Okay, dann reden wir nicht mit ihm. Ich muss, ja, ich habe immer Angst vorm Alt-Tab drücken. Das Spiel speichert wahrscheinlich den ganzen. Wir haben einen Trade-Punkt auch verfügbar. Alt-Tab crasht manchmal, deswegen ein bisschen nur einmal eigentlich. In 50 Minuten meinte Janine, sie ist da. Das hat sie vor 30 Minuten geschrieben. Das heißt, es sind 20 Minuten da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur noch so 15 Minuten streamen. Morgen werden wir aber wahrscheinlich viele Stunden streamen. Genau, also ich würde davon ausgehen, dass man, dass wir morgen auf jeden Fall sowas an die 5-6 Stunden spielen werden, denke ich. Das ist so der Plan. Morgen 5-6 Stunden. Heute war so ein bisschen Einstellungen und Reinkommen ins Spiel. Wir wären nicht mit diesem Dialog fertig, ich sag's euch gleich. Wenn wir den jetzt anfangen, der rennt nicht weg, der alte Mann. Es sei denn, er stirbt im Verlauf vom Spiel. Das sieht echt gut aus. Ich weiß nicht warum. Es hat so eine Mischung aus Half-Life 2, Dishonored und ich überlege gerade, welches Spiel hat es mich noch dran erinnert? Vom Style her, so ein bisschen The Last of Us auch vielleicht, aber das hier gerade wegen dem Hafengebiet und sowas, das hat übelste Dishonored-Vibes, finde ich. Und natürlich erinnert mich es auch an den ersten Teil. Das aber sieht ziemlich cool aus hier. So, wir können den nicht ins Wasser schuppen, weil dann denkst du, wir schieben mal, sind wir Kinder durch die Gegend, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Warum darf ich den nicht schieben? Ja, schmeiß mir Steine an den Kopf. Unglaublich, diese Jugend von heute. Moment, jetzt können wir schieben. Sehr schön. Du, komm mal mit. Man schmeißt keinen erwachsenen Stein an den Kopf. Komm mal mit in die Ecke. Nein, in die Ecke. Ja, da hinten in die Ecke. Mhm. So. Ja, bestraf mal einen Jungen, der hat mir gerade einen Stein an den Kopf geschmissen. Das ist auch sein Vater, oder? Könnte sein Vater sein, oder? Wenn wir das nicht wieder.
afford. What? Der Transformer. He's got no qualms about like leaving town at the drop of a hat. Anyway, if you're looking for him, he's over in the warehouse. Wenn ihr wissen wolltet, ob die Leute ein Gehirn haben in dem Spiel, die Antwort lautet nein. Sie haben Augen, aber kein Gehirn. Ja. Daran merkt man, dass es fehlt halt immer noch an KI. Deswegen haben die ganzen Leute kein Gehirn im Spiel. Du kannst eben die Ultimate Edition, sind immerhin drei kommende DLCs dabei. Ach echt, die Ultimate Edition sind die DLCs dabei. Ich habe es nur wegen Early Access gekauft, gar nicht geschaut, was drin ist. 50 Euro sind schon zu viel für dich. Ja, ich meine, das ist natürlich relativ zu dem, was man halt eben als Budget immer hat. Das sage ich ja immer. Also wenn man selber ein budgetorientierter Gamer ist, empfehle ich jedem einfach nur ein bisschen zu warten halt einfach, weil die ganzen Spiele, gerade PC-Spiele, werden sehr, sehr günstig und jetzt gibt es heutzutage ja noch viele Angebote wie den Game Pass oder PlayStation Plus oder sonst was, wo die Spiele irgendwann drin landen. Da kommt auf jeden Fall, denke ich, langfristig günstiger dran und außerdem kriegt man dann noch ein richtig gut gepatchtes Spiel. Also ich weiß jetzt nicht, wie buggy das Spiel sein wird, weil der erste Teil war tatsächlich sehr, sehr bugfrei, was die eigentlichen Bugs angeht. Genau, also die Crashes ist mal hier außen vor gelassen, wirkt das ja auch wieder sehr, sehr solide eigentlich hier. Das ist ein cooles, großes Camp, ehrlich gesagt. Also ich mag, dass das mir so über rumlaufen kann. Da kann man nach oben gehen, glaube ich. Sehr, sehr seltsam, dass es keine Interaktionsprompts gibt im Spiel. Ich meine, das ist schon ein Interaktionsprompt, aber normalerweise würdest du deine E oder sowas und die Taste daneben machen. Weil tatsächlich würde jetzt ein Spieler, der nicht weiß, wie man mit Sachen interagiert, der würde gar nicht wissen, dass man überhaupt mit den Leuten reden kann. Also er würde die Sprechblase sehen, aber er würde die Taste nicht kennen. Das ist sehr, sehr seltsam. Also normalerweise würde man da als Entwickler sehr darauf achten, dass das nicht so ist. Hier. Achso, wir haben auch noch Trades. Ich glaube, auf T ist das Trade-Menü. Wir haben einen Trade-Punkt, das ist ein Power Level 1 noch. Wir haben Max HP, Stamina, Mod Power Generation und Skill Cooldown. Ich würde noch gar nichts davon einfach nehmen. In der Regel ist es eigentlich ganz gut, ein bisschen HP zumindest zu nehmen. Das scheint sich hier um einen linearen Anstieg zu handeln. Das heißt, jeder Punkt ist gleich viel wert. Gleiches trifft hier drauf zu. Hier ist es auch wieder linear. Und alle scheinen linear zu sein. Okay. Ich würde jetzt keinen von denen erstmal nehmen, weil ich noch nicht genau weiß, was wichtig ist. Aber ich denke, wir warten noch, bis wir in eine Kampfsituation kommen, weil eventuell finden wir noch einen weiteren Trade, wenn es wieder wie im Vorgänger ist. Ich habe gehört, dass das Einzige, was ich über das Spiel tatsächlich weiß, ist, dass es relativ ähnlich zum Vorgänger sein soll von der Idee und was ja sehr, sehr gut ist. Ich habe einfach gehofft, dass sie nicht zu viel ändern, weil die Grundidee war cool. Das Einzige, was man noch gebraucht hat, ist vielleicht noch ein bisschen bessere Technik, vielleicht ein bisschen bessere, ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht noch bei den Waffen oder so. Aber ansonsten, wie gesagt, war ich im ersten Teil sehr, sehr glücklich. Und im ersten Teil ist ja auch kostenlos Epic Games Group. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst auf jeden Fall die Spiele irgendwann für Umme kriegen. Deswegen soll sich keiner gezwungen fühlen, ein Spiel zu Release zu spielen. Insbesondere nicht in einem Pre-Order Early Access. Können wir erkennen, was das werden soll? Sieht aus wie ein Wald mit einem Himmel einfach nur. Und wahrscheinlich ist da dann in der Mitte eine nackte Frau oder sowas. I see you, traveler. You're the one Ford's been waiting for. Though he doesn't know he's been waiting. Ein bisschen unlucky, dass wir jetzt die Kamera nicht mehr drehen können. It's her who needs it. You know. And you don't. Sorry, I shouldn't say. Things get messier. Kann die Kamera nicht mehr drehen, übrigens. Unlucky. Did I say that yet? Probably. The sight, you know? Sorry, I probably said that already too. You have a path to walk. You choose the first step here, but your path can change if you want it to. Ah, wir haben die Class Select gefunden. Wir können aussehen wie ein Typ, der gerade die Leute vergast. Ich meine, den Medic natürlich. Okay, sieht lustig aus. Hat jeder so ein eigenes Late Game Gear oder ist es einfach nur für Early? Im ersten Teil konnte man, wenn ich mich richtig dran erinnere, alle Skills auch finden oder bilde ich mir das nur ein und die Klassen hatten tatsächlich doch ein Alleinstellungsmerkmal? Klar, man konnte alle Skills auch finden. Also vielleicht ist es wieder nur der Anfang, aber viel könnte es tatsächlich sein, dass sie skillbasierter gemacht haben. Okay, also das ist der Medic. Der macht Healing Support und ist well-rounded. Die Brüste sehen ganz okay aus.
Scherz beiseite. Okay, Medic ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man alleine spielt, muss man ganz ehrlich sein. Ich meine, wir können trotzdem gucken, was die Fähigkeiten machen. Healing Energy First, in a Fist Punching Holding. Ah ja, okay, 3 Meter Healing Spring AOE. Das klingt richtig gut, ehrlich gesagt. Und auch noch Blight Decay Rate. 60 Sekunden Cooldown. Das ist quasi endlos viel Heilung. In einem Spiel, wo man limitierte, zumindest im ersten Teil, limitierte Heilung hatte, war etwas mit Cooldown, was einen permanent heilen können, ziemlich gut. Healing Energy Shield. Okay. Das ist richtig gut, ehrlich gesagt. Fuck. Redemption. Okay, das bringt uns leider gar nichts. Es kann leider sein, dass ich jederzeit einen Stream beenden, wenn die dann da sind. Die zwei, also Janine und ihre Freundin. Und die gehen dann morgen wieder auf die Con. Die sind heute auf einer Cosplay-Convention gewesen. Morgen gehen sie auch wieder auf die Convention. Und dann werde ich früher anfangen zu streamen. Deswegen kann sein, dass wir nicht mehr die Klassenauswahl hier kriegen. Aber auf jeden Fall, morgen fangen wir viel früher an als heute. Ich denke, wir werden wahrscheinlich irgendwann spätestens um 12 oder so anfangen morgen. Vielleicht ein bisschen früher. Und dann denke ich so an die 5-6 Stunden streamen. Redemption. Okay. Das bringt uns halt leider gar nichts. Genau. Resets is worse than on death. Okay, das bringt uns halt nicht so viel. Und Redemption and Ready Charge by Healing and Allies. Das klingt halt überhaupt nicht Singleplayer-tauglich. Der Hunter, der war im ersten Teil, glaube ich, sehr, sehr gut und auch für Speedruns, glaube ich, ganz nice. Der hatte diesen Wallhack oder sowas. Range Damage, Precision Sword, Marking Enemies. Okay, Mark mit 35 Metern. Halte einer against 15 Increased Range. Okay. 25 Sekunden, 70 Sekunden. Langer Cooldown. Über eine Minute. Okay. Hunter. Focused, okay. Aber permanent oder nur für den nächsten Schuss? Wahrscheinlich permanent, oder? Ist nicht ganz so gut, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man nämlich schnell rein rausgehen sollte beim Zoomen, kann sein, dass das gar nicht so oft triggert. Kommt drauf an, wie viele Schüsse man auch pro Gegner braucht. Ach, das macht auch noch automatisch Mark oder was? Das ist cool, das haben sie vom Design her ganz anders gemacht. Fällt mir aber gut. Und außerdem sieht das ziemlich nice aus, wie die Klasse da sehr, sehr sharp gerendert ist. Also DLAA ist schon eine coole Kantenglättung. Gerade wenn du jetzt von New World oder sowas kommst, was ich die Tage auch nochmal gespielt habe, was überhaupt keine Kantenglättung hat, ist DLAA wirklich ein Segen für die Augen. Yeah. Ach, 10 Sekunden Focus danach. Aber ist das passiv? Ne, ist auch aktiv, oder was? Ach, 20 Sekunden. Und nur 50 Sekunden Cooldown. Der kann ganz viel Mark-Sachen. Das ist ein TP hinter den Gegner. Ne, einfach eine Unsichtbarkeit, oder was? Also fast Unsichtbarkeit. Ambush. Okay. Ambush macht Medienschaden. Ja, ist das jetzt. Ist es jetzt für Shotguns und sowas cool? Crowd again. Okay. Das klingt lustig. Also, das heißt, du bist quasi dann immer. Machst einen Schuss, Shroud, Schuss, Shroud, Schuss, Shroud oder sowas. Könnte cool sein. Und Dead Rides, Active Skills bei dir in Range, Weak Spot Damage. Ah ja, gut, stimmt. Das konnte, glaube ich, im Vorteil, Vorgänger auch irgendwie. So, dann gibt es hier den Challenger. Close Range Durable Hard to Kill. Sieht auch ganz cool aus. Das ist halt die Tank-Klasse. Aber Hard to Kill in dem Spiel weiß ich nicht, ob man da wirklich so viel aushält. Ich glaube, da könnten manche Leute einen falschen Eindruck kriegen. Ich glaube, jede Klasse nimmt relativ viel Schaden. Okay, mit Stagger, so ein AOE vorwärts, ein bisschen. Okay. Für den Movement Speed, Mini Speed, für den Damage, Stagger. Used by one, okay. Whatever. Klingt nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja. Nee, klingt nicht so geil.
Pet Companion. Stimmt, es gab im Vorgänger ja auch Pet-Beschwörungen, die eigentlich ziemlich stark waren. Also da gab es ja wirklich Companions, die fast schon zumindest am Anfang, glaube ich, relativ viel einfach töten konnten. Man konnte eigentlich das ziemlich abusen, wenn man wollte. Aber es gab generell viele gute Builds im Vorgang. Ich mochte auch die Synergien zwischen den Fähigkeiten und den Waffen und den Traits und so weiter, die man da, dass man das alles so ein bisschen eben optimieren konnte und viele Sachen einfach zueinander gepasst haben. Und ich hoffe, das ist auch hier wieder so, dass nicht alles so bedeutungslos ist, so ein bisschen wie bei Souls-Spielen, wo man halt einfach Fashion Souls fast schon spielt, weil die meisten Sachen eher kosmetischer Natur Unterschiede haben als wirklich funktionale. Was auch okay ist natürlich, aber ist halt trotzdem cooler, wenn es dann doch ein bisschen impactvoller ist. So, Teamwork, Solo und kooperativen Szenarien. Ja. Yeah. Single Press, Double Tab, was zum Geier. Das klingt kompliziert, das zu managen. Ich finde, es ist nicht der niedlichste Hund, den ich je in einem Spiel gesehen habe. Er sieht ehrlich gesagt aus wie ein Vampirhund, der dich gleich sein Blut aussaugen möchte. Er ist zwar süß, aber auf eine tödliche Art und Weise. was ist das hier? Follow the Handler. Wait, da oben steht die Beschreibung, ist meine Maus gerade leer gegangen. Ah, perfekt. Immerhin nicht mitten im Stream oder sowas, sondern gegen Ende, wenn wir eh nicht gerade kämpfen. Ihr fragt euch vielleicht, ja, warum lädst du deine Maus nicht, oder wenn sie leer geht? Weil Logitech es nicht nur geschafft hat, dass die Tasten nicht alle richtig gehen, sondern auch, dass der Ladezustand nicht mehr auslesbar ist. auch wenn das Kabel drin steckt, das ist unmöglich. Irgendwas ist kaputt an der Maus. Ich meine, 150 Euro für ein Stück Plastik, da kann man nicht erwarten, dass es funktioniert. So, okay, Companion Engages Enemies, Location, und da ist die Beschreibung von der Handline. Heal Allies. What the fuck? Kann man einen nur davon benutzen und er wechselt dann seinen Art? Das ist ja lustig. Ah, ein Self-Rest. Ah, sehr cool. Es gibt noch mehr. Oh, ein Gunslinger. Fire Rate Ammo. Oh, das ist ja richtig cool. Raw Damage. Das klingt gut. Klingt nach was, was ich immer mag. 6 Critical Shots from the Hip. Also automatisch oder? Oder dahin, wo man zielt? Manual Aim. Ah, okay, das ist lustig. Sidewinder. Also, ich muss sagen, also erstmal ganz kurz, prinzipiell von den Ersteindruck her, der da und auch der da sieht leider gut aus. Von der Idee her. Und jetzt ist die Frage, weil im ersten Teil gab es den ja schon, die Mechanik so ein bisschen. Die Frage ist, wollen wir einfach was Neues spielen, weil wir was Neues spielen wollen, was jetzt in den Händler oder den Gunslinger gehen würde? Ich glaube, das sind alle, oder? Ja, weil sie rotieren hier durch die Pferde. Genau, aber schauen wir noch mal ganz kurz. Sidewinder. Das ist jetzt, Increase ADS Movement Speed and Draw Speed. Klingt nicht so gut, ehrlich gesagt. Movement Speed kann gut sein für Dodgen und Kiten und sowas, aber I don't know. Also, ich meine, hat einen 80 Sekunden Cooldown. Yo, fully automatic. Okay, das ist nicht so gut, ehrlich gesagt. 50% Crit ist ganz nett, aber... Der klingt lustig. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil bei dem weiß ich, dass er mir wahrscheinlich spielerisch gefallen wird. Und das Ulti klingt ja ziemlich lustig mit diesem...
Ja, der klingt ziemlich cool, ist halt aber eher wie der erste Teil. Der klingt lustig, aber scheint AOE-Auren zu haben, die wahrscheinlich eher für Verbündete da sind. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht ganz so gut im Solo sein. Und vielleicht ist er auch trotzdem gut, weiß nicht, wie gut er halt für einen Single-Target-Heal ist. Den würde ich prinzipiell nicht nehmen, weil es ein Tank ist. Interessiert mich nicht so sehr. Und das hier ist der Heiler, der würde ich definitiv eher nicht im Solo ausprobieren. Ich weiß halt nicht, wie der Gunslinger sich anfühlt. Das ist halt die Frage. Der könnte halt OP sein, einfach nur, weil er, weil er eventuell halt tanken kann für einen der Hund und damit die Aggro halt so ein bisschen managen kann. Bei dem, den kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie gut er ist. Bei dem kann ich mir vorstellen, wie er sich spielt, weil er wie im ersten Teil ist. Bin mir aber auch nicht sicher, ob ich den möchte. Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, der wirkt halt relativ basic, die Klasse. Aber ist halt lustig, weil du einen Hund hast, aber es ist halt ein Hund. Also ich mag Hunde, aber irgendwie der Hund ist jetzt nicht so super pork. Ich meine, die passt halt wahrscheinlich zu dem Spielstil, den ich suche am ehesten, die Klasse. Und das klingt halt schon lustig. Ja, ich würde wahrscheinlich den klassischen Hunter zuerst spielen, aber ich werde wahrscheinlich trotzdem auch andere Klassen ausprobieren. Ich meine, Gunslinger klingt halt auch schon verlockend. Wobei ich halt nicht weiß, ob das wirklich gut ist für mich. Also ich finde, ADS Movement Speed ist jetzt nicht so der Mega-Stat. Permanent und auch der Reload ist jetzt nicht so mega, mega. Ich denke, ich werde auf jeden Fall erstmal Hunter spielen, einfach weil es so ein bisschen klassischere Spielerfahrung ist. Und werde aber sicherlich, denke ich, alle Klassen irgendwann mal ausprobieren. Aber für den ersten Durchlauf würde ich einfach irgendwas nehmen, wo ich eben meine Erwartungen habe. You're right, of course. Your path is waiting. Tell Brabus and McCabe I sent you. They have what you need. They're the next step on your journey. Until next time. So, jetzt haben wir Equipment gekriegt, und zwar den Helm. Der hat Widerstände, Rüstung und Gewicht. Schauen wir gleich mal, was Gewicht in dem Spiel macht, ob man hier auch dann wieder eine leichtere Dodge-Roll oder sowas hat. Ich sehe jetzt keinen Set-Bonus momentan, weil vorher hatten die Set-Boni für komplette Sachen. Weiß nicht, ob das von Anfang an hier so war. Genau, momentan haben wir den Hunters Mark Skill und kriegen dann später noch andere Sachen. Ein bisschen viel gerade im UI her. Okay. Genau, die haben wir noch nicht. Da kann man immer nur einen oder zwei davon auswählen, keine Ahnung. Wir haben auch noch Perks, wir haben auch noch irgendwelche anderen Sachen. Okay, das werden wir alles hoffentlich Schritt für Schritt irgendwie kennenlernen. Ansonsten, wie funktioniert Gewicht? Normaler Dodge 25% Stamina Cost Penalty. Okay. Das heißt, man hat auch ein Gewichtssystem. Gab es das im ersten Teil? Kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube tatsächlich nicht, oder? Gab es da auch ein Gewichtssystem? Weil es war ja schon sehr so, aber ob sie eins hatten, weiß ich nicht. Genau, weil jetzt kriegen wir nämlich plötzlich noch andere Sachen. Zentimeter, okay. Er hätte es auch einfach in Metern machen können. 0,6 Meter ist auch nicht viel besser. Stimmt, ja, jetzt haben wir nämlich was Neues. Die Frage: Skill, Cooldown, Stamina, HP. Ich glaube, Bonus-Waffenreichweite ist gar nicht so schlecht, wenn du zum Beispiel Shotguns und sowas haben willst. Können wir gar nicht leveln, scheinbar? Ach, das ist von so einem Archetypen vorgegeben. Okay. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach die HP und Scheiß drauf. Die erstmal haben. So, okay. Wie findest du das UI? Das gefällt mir eigentlich gut. Ja, von mir aus committen wir die. Genau, die haben einfach nur irgendwelche normalen Stats. Das ist die Waffe, Accuracy. Das sieht man nämlich die Reichweite, ideale 30, Vorlauf ab 80. Das ist ideal, dass man mindestens 30 weg sein sollte. Also ist es auch eine Mindestreichweite im Spiel, was überhaupt keinen Sinn machen würde, im echten Leben.
Das ist eine gute Frage. Das ist eine Mindestreichweite. Also ist man von 30 bis 80 Metern gut oder ist man von ab 30 nicht mehr so gut? Und ab 80 richtig schlecht. Naja, wenn man irgendwie sehen, vielleicht Stagger Modifier. Stimmt, Stagger Modifier. Minus 10%, okay, 0%. Weak Spot Damage 100, 100. Okay. Ja, das werden wir alles, denke ich, Schritt für Schritt kennenlernen. Die einzelnen Sachen. Aber ich mag das auf jeden Fall, dass es sehr, sehr clean ist, das UI. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Okay, wir können uns das hier Schritt für Schritt angucken, was wir gekriegt haben. Es ist gut, dass es nicht von selber weggeht. Das mag ich, weil manchmal in der Hitze des Gefechts oder sowas oder generell, warum auch immer, man schaut man nicht hin oder man möchte genauer hinschauen und die lassen wichtige Sachen, die man wirklich anschauen möchte, automatisch verschwinden. Ist meistens nicht ganz so cool. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass man hier jetzt da drauf drückt. Okay, jetzt haben wir unsere Klasse gefunden. Ich kann jetzt meine Maus nicht mehr richtig bewegen. Das Kabel ist natürlich stocksteif, das sie mir mitliefern, weil bei einer 150 Euro Maus ein normales Mauskabel nochmal sich mitzuliefern, statt so ein scheiß Stück Plastik, damit man es auch beim Laden normal benutzen kann, ist eigentlich da. Wait, du bist auch wieder da? Ah, okay, das ist sehr interessant. Also es scheinen viele, viele Sachen aus dem ersten Teil da zu sein. Vielleicht hätte man den ersten Teil doch nochmal kurz davor spielen sollen, also kurz in Anführungszeichen. So lange ist der erste Teil ja gar nicht gewesen. Also es ist wirklich ein Spiel, wo man relativ schnell durchkommt, wenn man einfach nur durchkommen möchte. Aber sich auch natürlich mehr Zeit lassen kann, aber es hat ja einen hohen Videospielwert. Deswegen insgesamt kann man definitiv viel Zeit damit verbringen. Ansonsten könnten wir jetzt mit ihm reden. It is new. I thought I had seen it before. So difficult to tell Pax to take apart without hoof and horn. I am Saizrak Thadwell. My Paxeltic name is Dwell. I sell crystals from my world. They make Paxeltic faster, stronger, more powerful. They help it defeat its enemies. And the prices are quite fair. Ah, yes. Okay. Crafting. Aha. Bla bla bla. Okay. Er kann irgendwelche Relikte machen. Ah, das ist ja cool. Ja, das ist richtig cool. Okay, sind einige gute Sachen dabei. Oh, sorry, ich war jetzt so müde. Morgen hoffe ich ein bisschen ausgeschlafen, ne? Das ist auch nice. Aber da brauchen wir halt noch einige Sachen dafür. Okay, der ist auf jeden Fall ganz nice. Man kann da noch Sachen upgraden. Ja, und jetzt werden wir sehen, wie es mit dem Schwierigkeitsgrad eben läuft. Ob der dann total overtuned ist oder ob wir... Ist denn passt? The pestilence has not yet harmed this one. Good. Ja, ich finde es schade, dass man, wenn man mit ihm interagiert, die Kamera nicht nur in der Standarddistanz ein bisschen einnimmt, weil man kann einfach so nah dran stehen. Of course. Kommt uns ein Horn ins Gesicht. Yes, that is always the question. I am Pan from the world of Yesha, where the Eternal Empress reigns. The Doe and Ravager run free, and the balance breathes life to the jungle. Lord, alas, oops, funny skip. Long and long have the immortals oppressed the common Pan, wielding their power as if it were something they had earned or deserved. The Pan have rebelled against this tyranny, and for a time it looks as if we could win. Then the pestilence came. What Paxeltic call the root when I last saw her. Jesus Christ. Yesha languished under the pestilence. Aber ich meine, im echten Leben würde ich mir auch viele Fragen stellen. The door is lost. Ah, the Paxeltic okay. So, Founder. Tut mir leid, wir müssen es ein andermal uns fertig anhören. Okay, also, die sind da. Genau, wir machen dieses Gespräch bei dem nächsten Mal, also morgen weiter. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen restlichen schönen Abend.
Und bis morgen irgendwann, denke ich, mittags geht's los mit 5 bis 6 Stunden. Dann ist gerade gecrashed, aber nicht so schlimm, solange es Maschine nicht crasht. Dann danke fürs Zuschauen.